Ja, schönen guten Abend sagen wir von hier aus dem Kleist-Forum mit einem. Hier ist ja schon die Stimmung auf dem Höhepunkt, also brauchen wir gar nicht mehr machen hier. Genau, aus einem vollen Saal im Kleist-Forum begrüßen wir Sie zum 9. Modstalk, ein Frühlings-Modstalk mit sehr, sehr vielen Gästen. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind. Wir freuen uns sehr, dass wir hier zusammen moderieren dürfen. Ich begrüße ganz herzlich an meiner Seite Wolfgang Flieder. Und ich freue mich an meiner Seite Claudia Seyring zu haben. Genau, wir beide begrüßen sowohl die Menschen im Netz als auch hier im Saal. Vielen Dank, haben Sie viel Spaß, bleiben Sie bei uns. Ja. Bis gleich. Meine Damen und Herren, Sie müssen sich diese Gesichter unbedingt merken. Denn wenn das weiter so geht mit dem Kulturabbau in dieser Stadt, dann braucht man nicht mehr vom Jazz-Trio sprechen, dann reicht, wenn man sagt, es ist das Staatsorchester. Aber jetzt werden wir zuerst mal ein paar andere Menschen hören. Wir feiern heute ausgerechnet auf den Tag genau, obwohl wir diesen Termin mit dem Modstalk schon lange vorher festgelegt haben, einen Geburtstag. Heute vor 25 Jahren wurde die Märkische Oder-Zeitung geboren, also wurde benannt und hat seither 25 Jahre hier in Frankfurt am Kellenspring unter dem Titel Märkische Oder-Zeitung, wie ich finde, eine sehr gute Zeitung gemacht. Wir wollen uns natürlich nicht über die Maßen feiern, rühmen und ehren, aber es ist trotzdem doch Anlass genug, dass Wolfgang Flieder zu sich bitten darf. Ja, also besondere Gäste, die mit dem Thema Märkische Oder-Zeitung entscheidend zu tun haben. Also ich freue mich, den ersten und den letzten, das heißt, er ist natürlich nicht der Letzte, er ist aber jetzt der immer noch amtierende Chefredakteur, hier an den Stammtisch zu bitten. Der Erste, das war Heinz Kannenberg und Frank Mangelsdorf. Ach, da. Wir sind wie unser Heimatland. Fleißig, kreativ, entspannt, schnell, gründlich, sportlich, happy, künstlerisch. Bodenständig. Wir sind da, wo etwas passiert. Ob auf dem Dorf oder in der Stadt. Ob in Politik, Kultur, Wirtschaft oder Sport. Oder einfach beim Nachbarn. Wir sprechen, schreiben, surfen, fotografieren, filmen, um Neuigkeiten zu sammeln. Um Hintergründen auf die Spur zu kommen. Wir haben uns in den 25 Jahren unseres Bestehens natürlich verändert, sind moderner, ansehnlicher, schneller geworden, auf Papier und digital. Wir liefern täglich Nachrichten, Hintergründe, Meinungen. Aus Brandenburg, für Brandenburg. Märkische Oder-Zeitung. 25 Jahre meine Zeitung. Eine Tageszeitung innerhalb dieser digitalen Zeit, das ist schon eine gewaltige Leistung. Und vor allen Dingen hier, es ist ja auch die größte Zeitung in Ostbrandenburg. Und ja, wie sieht es dann eigentlich... Die größte deutschsprachige zwischen Berlin und Vladivostok. Das stimmt. Also, ich muss jetzt mal eine Frage stellen. Also vor 25 Jahren, einige werden sich noch daran erinnern, hieß diese Zeitung ja Neuer Tag.
Warum durfte die dann nicht mehr Neuer Tag heißen? Also warum war dieser Begriff Neuer und Tag so belastet? Also Wolfgang, wenn ich nicht wüsste, was du für ein Landsmann also bist, würde ich sagen, also du bist ein Zugereister. Das war damals eine spannende Zeit. Gregor Gysi, der noch nicht da ist, aber in wenigen Minuten kommen wird, mit der PDS wusste mit den Zeitungen nichts anzufangen. Wir, die wir hier übrig blieben, also bei der Zeitung, also hatten kein Geld. Aber wir hatten so viel Fantasie, also wir dachten, wir fangen mal mit einem neuen Namen an. Und Märkische Oder-Zeitung, also war so ein Titel, eine geografische Klammer, Mark Brandenburg, Oder, so. Und da haben wir uns gesagt, wir verändern den Titel. In zweierlei Hinsicht war das, glaube ich, wichtig und versteht man nur aus der Zeit heraus. Nämlich, wir wollten also zeigen, also eine Hinwendung zur Unabhängigkeit und Überparteilichkeit. Und das Zweite war, wir wollten also eine Hinwendung also zeigen, also zum Lokalen und zum Regionalen. Und ich glaube, das ist das Entscheidende damals gewesen. Wir haben von einem Tag auf den anderen, von einer Lokalseite auf zwei umgestellt. Heute machen wir täglich im Durchschnitt 6 Lokalseiten in Frankfurt oder mit Lokalsport und Service. Und wenn Sie mal auf Reisen sind, liebe Gäste, und in vergleichbaren Städten, also Sie werden wahrscheinlich ganz wenige Zeitungen finden, die Vergleichbares in diesem Umfang an Lokalem also Ihnen bieten. Ja, also ich muss schon auch wirklich sagen, das ist einfach großartig, dass hier in dieser Stadt Frankfurt-Oder wirklich so viel passiert jeden Tag, dass das gerade so in eine Zeitung passt. Also da geben wir uns jeden Tag ganz große Mühe, aber wir denken uns auch nichts aus. Nee. Ja, naja, gut. Aber was machen denn Journalisten, wenn die sich nichts ausdenken? Die recherchieren. Ach so, so nennt man das. Ja, Herr Mangelsdorf, Sie sind jetzt seit 12 Jahren, Mann, Chefredakteur dieser Zeitung. Noch viel schlimmer, schon seit 13. Jetzt seit 13? Da hat einer Ihrer Kollegen schlecht recherchiert. Der hat mir 12 gesagt. Ja, naja, gut, 13 Jahre. Am Theater gibt es einen Spruch. Wer nach 7 Jahren es nicht geschafft hat, wegzukommen, der sollte besser da bleiben. Ach, wissen Sie, Herr Flieder, das kann ja fürs Theater gelten. Für Zeitung gilt es ja nicht so unbedingt. Dies ist meine 6. Zeitung, bei der ich bin, und ich fühle mich eigentlich wirklich ganz wohl hier. Warum? Naja, vorher war ich immer bei Zeitungen, die in Berlin erschienen sind. Und irgendwann wiederholt sich das alles auch, was in Berlin jeden Tag passiert. Ich war zu einer Zeit bei Zeitungen in Berlin, wo, sagen wir mal, wenn der regierende Bürgermeister seinen ersten Arbeitstag hatte, ist er bald danach zum amerikanischen Präsidenten gefahren, um zu zeigen, ich bin jetzt der regierende Bürgermeister. Inzwischen ist das so ganz normal, wer dort regierender Bürgermeister ist, das ist halt ein Bürgermeister einer Stadt, meinetwegen auch eines kleinen Bundeslandes. Und es wiederholt sich halt alles einfach. Und als ich hier anfing, muss ich sagen, das war eine sehr, sehr spannende Zeit, weil dieser Landstrich ist in mehrfacher Hinsicht gesegnet und gebeutelt und auch von Versprechungen getroffen und betroffen gewesen, dass manche Leute eben dachten, ach, was hier passiert doch sowieso nicht weiter. Und in so einer Region Zeitung zu machen, das ist höchst spannend und spannender als in Berlin. Ah ja, das hört man wirklich gerne. Aber Sie sagten gerade, ein regierender Bürgermeister, der fährt nach Berlin, um zu sagen, nach Amerika und fährt zu sagen, hier bin ich. Sie waren jetzt gerade in Amerika. Genau. 14 Tage mit anderen Chefredakteuren. Welche Zeitschrift wollen Sie denn übernehmen? Den Playboy? Ja. Ach, würden Sie das wollen? Ich glaube, ja, nein. Das war eine ganz interessante Reise, weil wir sind ja in so einem komischen Kulturwandel. Ich habe 1975 mit diesem Beruf angefangen und in Berlin volontiert. Und wenn ich mit der U-Bahn zur Arbeit fuhr, konnte man keine Menschen sehen, weil die steckten alle mit ihren Köpfen hinter Zeitungen.
Wenn Sie heute in der U-Bahn sitzen oder in der S-Bahn, sehen Sie ganz viele Menschen und freuen sich, wenn Sie mal einen mit der Zeitung sehen, weil die haben entweder Stecker in den Ohren oder daddeln auf ihren Telefonen herum. Das heißt, wir sind in einem Kulturwandel und da das Ganze vor 25 Jahren in Amerika ausgelöst wurde mit E-Mail und Internet und weiß nicht was alles, dachte ich, es wäre ganz vernünftig, sich dort mal umzuschauen und zu gucken, was die dann dort machen und wie die denn so das künftig angehen wollen. Und haben Sie dann eine Erkenntnis? Ja, auf jeden Fall, weil das Fazit ist, die wissen das überhaupt nicht, was die dort machen sollen. Wir sind gefragt worden, was war die größte Erfindung der letzten 500 Jahre, da haben wir natürlich gesagt, der Buchdruck, weil Buchdruck hat dazu geführt, dass zum Beispiel Zeitungen viel, viel schneller, also Gutenberg, Zeitungen viel schneller an den Mann gekommen sind und an die Frau, also Informationen. Er hat Wirtschaft, Wissenschaft, alles Mögliche beeinflusst. Es gäbe nicht Kapitalismus, Sozialismus, Faschismus ohne diese schnelle Art von Information. Und als wir dort waren, sagten die, ach, Sie kommen von Zeitungen, na, da haben Sie jetzt ja ein Problem. Aber als wir dann weiter mit denen im Gespräch waren, sagten sie, naja, genau genommen sind wir jetzt erst im 25. Jahr nach Gutenberg. Also ich will nur nicht sagen, dass uns 500 Jahre noch Zeitungen bevorstehen, aber ein paar Jahre haben wir schon noch mit uns. Und ich glaube nicht, dass wir und zumindest alle nicht, die hier in dem Saal sitzen, ob jünger oder älter, es erleben werden, dass es keine Zeitung gibt. Und insofern bin ich ganz optimistisch aus Amerika zurückgekommen. Aha, na, das ist schön. Weil ich muss ja sagen, ich bin ja auch wirklich ein Zeitungsleser. Also ich mag es, wenn ich nach einer Stunde Zeitung lesen, schwarze Finger habe. Also ich meine, seitdem die Motz nur noch in bunt erscheint, muss ich sagen, also da klebt... Sie müssen nicht nur auf die Bilder gucken, auch das Schwarze ist die Schrift. Weiß ich doch. Aber die bleibt nicht mehr so gut an den Fingerspitzen kleben. Ist das eine neue Papierqualität? Wir hoffen es mal. Also darauf habe ich ehrlich gesagt noch nie geachtet. Ich gucke mehr auf den Inhalt und da ich sowieso mehrere Zeitungen jeden Tag auf dem Tisch habe, werden meine Finger eh schwarz. Aha. Na, ich hatte nämlich schon Befürchtung, dass möglicherweise mit einer neuen Papierqualität die Saugfähigkeit des Papiers nachlässt, weil das immer im Winter und im Herbst ja eine ganz wichtige Sache ist. Genau. Wenn man nasse Schuhe hat, dann kann man das immer so schön reindrücken. Und dann bleibt das trocken. Und alleine deswegen lohnt es sich, eine Zeitung zu kaufen. Naja, nichts ist so wenig spannend wie die Zeitung von gestern. Aber wenn die dafür verwendet werden kann, ist auch das ein Unterschied zum Internet. Ja, stimmt. Also das ist eine Mehrfachverwendung. Ja, eindeutig. Ja, und man hat auch länger was davon, wenn man zum Beispiel Zeitungsartikel ausschneidet. Ja. Und archiviert. Machen Sie sowas? Natürlich. Aber nur die Texte, wo Ihr Name vorkommt? Nee. Nein, nein. Ich nehme auch immer die Artikel, also die ich für spannend finde, weil daraus entstehen nämlich die neuen Programme. Und da muss ich mal sagen, da ist uns die Motz im Kabarett natürlich der beste Zulieferer. Weil wir der Widerspiegler der Realität sind. Allerdings sind die Urheber immer noch die Politiker. Ja, ja. Ja, Heinz, du bist nun der Lokalredakteur. Im Wort lokal steckt ja vieles drin. Steht das, aber das ist hier auch hier. Ja, so ungefähr. Also ich finde das ja komisch. Also hier stehen wir hier am Stammtisch und haben nichts zu trinken. Aber ich muss mal sagen... Es ist wirklich so, die beiden Herren haben sich Wasser gewünscht und kein Bier. Darüber war das Catering so fassungslos, dass sie selbst das Wasser vergessen haben. Aber vielleicht können wir für ein Flieder ein Bier aufmachen. Nee, also das ist ja so. Also ich bin ja ein leidenschaftlicher Biertrinker, dafür bin ich ja auch bekannt. Aber solange ich für Geld reden muss, kein Alkohol. Deshalb wollen wir es auch jetzt nicht übertreiben mit dem Reden. Ja, also, kommen wir mal auf eine Lokalredaktion. Das ist ja eigentlich was Spannendes, weil das sind ja Geschichten, die jeden in Frankfurt in irgendeiner Weise angehen, berühren. Man kennt die Leute, die in der Zeitung abgebildet sind. Frankfurt ist ja, sagen wir mal, etwas überschaubar.
Aber wo nehmt ihr immer wieder diese neuen Themen und Leute her? Die werden immer wieder nachgeboren, also Wolfgang. Und wir treffen uns einmal in der Woche am Stammtisch am Freitag und du erzählst uns Geschichten aus dem Leben. Und ich denke mir, das hat er sich ausgedacht. Und dann recherchieren wir und stellen fest, da ist was dran. Ja, naja. Gut, aber ich erzähle die nicht alle. Also da gibt es andere Leute, die erzählen. Aber das ist wirklich für mich ein echtes Ding. Wie findet man diese Leute? Die kommen doch nicht von selber und sagen, ja, hier. Also guck mal, wir haben heute eingeladen also zu einem kleinen Motzempfang. Und da kamen also um 10 Uhr. Und um 9.35 Uhr, wir kennen ja unsere Frankfurter, also waren die Ersten da. Ja, die wussten, dass es was umsonst gibt. So, und dann kamen die aus Bosen und aus Rosengarten und haben uns einen guten Morgen mitgebracht. Also einen fertig geschriebenen Beitrag. Mhm. Was denkst du, wie sich unsere Redakteure gefreut haben? Also sie brauchten also heute nur Kellnern und keinen guten Morgengruß also schreiben. Aber den kann man morgen lesen? Den kann man morgen lesen, vom Ortsvorsteher aus Rosengarten. Na super, gut. Wir haben außerdem die schwierige Situation, dass wir natürlich in einem Landstrich leben, wo das höchste Lob ist der Satz, da kann man nicht meckern. Das heißt, es wird so gerne gemeckert und Leute lesen das dann auch gerne, dass wir bloß die Wirklichkeit aufgreifen müssen und dann hat man genug, um die Zeitung zu füllen. Gut, na, da hoffe ich, dass ihr noch genügend Material hier in dieser Gegend finden werdet. Es gibt ja viele Themen, über die man reden und schreiben kann. Ja, und ich wünsche euch und vor allen Dingen mir, dass ich euch noch 25 Jahre lesen kann. Hoffen wir. Es gab genügend Gründe für die Märkische Oder-Zeitung, den Aufruf zu starten, ob sich Menschen melden würden, die vor 25 Jahren geheiratet haben. Und das Echo war unglaublich. Wir haben also wahnsinnig viele Einsendungen bekommen, haben uns darüber sehr gefreut, haben, wie Sie vielleicht schon gesehen haben, Fotos bekommen. Das sind die Hochzeitsfotos, die können Sie, Frau Lanz, jetzt nur bedingt sehen. Die laufen immer wieder durch. Das heißt, wenn Sie bei einem Paar denken, die kenne ich doch, dann können Sie warten, die kommen wieder. Ich finde beim ersten Sehen, ich sage das mal ohne, ich fand manche Gesichter sehr ernst, sehr ernst. Aber es war ja auch eine schwierige Zeit, unsichere Zeit. Naja, Moment, die Leute, die haben sich Gedanken gemacht. Die haben sich gesagt, am ersten Tag, das ist mit der erste Tag unserer Ehe, jetzt liegen 25 Jahre vor uns. Was macht man in der Zeit? Aber man ist doch voller Glück, voller Liebe, voller Leidenschaft. Man kann es kaum erwarten, die 25 Jahre zu beginnen. Muss man da so ernst gucken? Na, die Fotos kommen bestimmt gleich wieder. Jedenfalls haben sich gemeldet, Frau Lanz und Herr Lanz. Die, ja, schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Wir begrüßen Sie recht herzlich. Sie müssen das Mikrofon. Daher. Genau, ja, genau. Gut. Und an Ihnen ist vielleicht, also verschiedene Dinge an Ihrer Geschichte sind interessant. Würden Sie denn vielleicht mal erzählen, wie Sie sich kennengelernt haben? Ich glaube schon vor dem Jahr 1990, denn Sie haben nicht gleich im Jahr... Ne? Genau, ja. Ja, wann haben Sie sich kennengelernt und wie? Na, Uli? Also, wir haben uns im Wendejahr kennengelernt. Sie haben sich im? Im Wendejahr kennengelernt. Im Wendejahr, im Jahr 89. Ja. 89, genau. Ja. Und... Wo waren wir? Wir waren dann bei einer Tanzveranstaltung. Ja. Sie waren bei einer Tanzveranstaltung. Bei einer Tanzveranstaltung und... Gaststätte Klinge. Die ist jetzt schon geschlossen. Die ja. War damals eine schöne Gaststätte mit einem großen Saal. Ja. Und der war auch immer voll besetzt. Ja. Na, jedenfalls... waren wir da zum Tanzen. Waren wir da zum Tanzen. Ich habe dann da meine Frau gesehen, das erste Mal. Sie haben sie gesehen, weil sie da tanzte oder in welcher Situation? Nein, als sie reinkam. Im Moment des Reinkommens. Gleich zu Beginn, ja. Ja. Und da habe ich gleich gesagt, also das ist heute Abend meine. Das haben Sie für sich gesagt, das war klar. Habe ich zu mir selber gesagt. Hat Ihr Herz gesprochen oder war das der Anblick dieser schönen Frau? Ich denke mal, das war mein Herz gewesen. Sie hat mir auf Anhieb gefallen. Toll. Ich hatte da ein tolles grünes
Kleid an. So ein Sie müssen, Entschuldigung, Sie müssen ganz bisschen... Ein tolles grünes Jackenkleid. Sonst mache ich den Mikrofonassistenten. Ja, das ist vielleicht gut, Wolfgang, wenn du dich auch noch auf das Sofa setzt und ins Mikro hältst, dann kann sich Frau Lanz komplett auf das Grüne... Ist so ungewohnt für mich. Ja, genau, das macht Herr Frieder. Ja, gut. Oh. Also, ein grünes Jackenkleid. Und das hatte so ein Schal. Und diesen Schal, den konnte man mal so rumschmeißen. Und da bin ich dann halt reingekommen in diese Gaststätte und habe den Schal geschmissen. Und das hat ihm so gefallen. Das hatte, so ein, ja. Das hatte so einen Schwung. Hatte. Und dann hieß das Modell Christel und ich heiße Christa. So, dazu. Und kannst du weitererzählen? Na, jedenfalls habe ich mir gedacht, wie ich schon sagte, das ist meine. Ja. Und habe mich dann auch entsprechend bemüht. Ich war ja nicht der einzige Tänzer da gewesen. Ja, da waren viele, die mich wollten. Und dann saß ich dann immer schon... Und da saß ich dann schon immer auf der Lauer und sobald die Musik... Damals war das ja noch mit Musikern, ja. Also es war noch ein richtiges Tanzschau. Ja, das hat auch sehr viel Spaß damals noch gemacht. Ja. Und sobald die Musik begonnen hatte, habe ich mich auf die Pirsch gemacht. Manchmal bin ich gleich hinter ihr stehen geblieben am Stuhl und habe dann bloß auf die Schulter geklopft. Und dann hat das geklappt, dann haben wir zusammen getanzt. Ja. Gleich am ersten Tag, Sie sind sozusagen dran geblieben. Ja, ich bin dran geblieben. Ja. Und Sie, Frau Lanz, haben Sie das gleich gemerkt, dass ja, da so eine... Ja, hat mir gleich gefallen. Wirklich auch? Von doch, ja. Und dann musste ich zur Toilette und dann Treppen runter und Treppen hoch dort in der Klinge. Da stand er dann auch wieder am Geländer. Und da haben wir dann ein flottes Gespräch geführt, so zwischen Tür und Angel oder Toilette und Flur sozusagen. Also abgepasst in einem, ich sag mal, intimen Moment. Genau, genau. Ja. Also, meine Frau hat so bemerkenswertes gesagt, wie, sagen Sie mal, wollen Sie was von mir oder gehen Sie auf die Toilette? Und Sie haben geantwortet? Ich habe bescheiden gesagt, ja, sie gefallen mir so ungefähr. Und wie ist die Antwort? Ja? Dann haben wir den ganzen Abend sozusagen zusammen getanzt und dann hat er mich nach Hause gebracht und dann haben wir uns für den nächsten Tag verabredet und sind mit dem himmelblauen Trabant nach Berlin gefahren und haben uns da einen schönen Tag gemacht. Meine Frau hatte damals einen blauen Trabant gehabt. Ich hatte auch einen, aber der war nicht blau. Und da haben wir uns entschlossen, mit dem blauen Trabant zu fahren. Der war neuer. Ja, der war neuer. Und dann haben wir uns einen schönen Tag in Berlin gemacht. Mittagessen und anschließend bummeln und reden. Und, so und das gleich am zweiten Tag. Also Sie haben im Grunde keine Zeit verstreichen lassen. Nicht erst so getan, als ob man sich nicht interessiert oder erst nach 3 Tagen angerufen. Sie haben gleich Nägel mit Köpfen gemacht. Grünau. Ja. Wir hatten ja auch schon das Alter so nicht, dass man sich nicht so lange jetzt mal aufspart oder so. Ne? Klingt lebenserfahren. Ja, ja. Genau. Genau. Und wann herrschte Einigkeit über das weitere Vorgehen in Bezug auf Ehe? Das war dann in Tabarz im Urlaub. Ja, wir sind dann, ich hatte dann einen schönen Urlaubsplatz in Tabarz, damals war das noch so, besorgt. Ja. Und dann sind wir dann 14 Tage nach Tabarz in Urlaub gefahren. Ja. Oh ja, das hat uns dann so gut gefallen, da sind wir uns so nahe gekommen dann. Ach, und dann hat er mir wirklich am Tisch einen Heiratsantrag gemacht. Nicht so wie heute irgendwie auf See oder auf dem Flugzeug oder so. Ganz einfach, schlicht. Habe ich gesagt, ja, warum eigentlich auch nicht? Da war die Sache geritzt. Da war die Sache geritzt. Genau. Und dann haben wir uns entschieden. Genau. Für den 3. Oktober. 1990. Und da haben Sie sich wann für den 3. Oktober entschieden? Wann war das ungefähr, wann Sie wussten, wann Sie heiraten? Na, wo wir da im Urlaub waren. Da also haben eine ganze Zeit da hatte vorher. So ein halbes Jahr. Und was hatte das für einen Grund, den 3. Oktober zu wählen? Mein Geburtstag. Ich bin damals 45 geworden. Ja. Und gleichzeitig war das Tag der Einheit oder wurde Tag der Einheit. Aber wussten Sie das schon? Nein. Das heißt, Sie haben also den ganz normalen 3. Oktober. Das wussten wir natürlich nicht. Und als das dann im Radio bekannt, da waren ja dann mehrere Termine im Gespräch. Ja, war lange und als das dann bekannt gemacht wurde, hat mich meine Frau ganz aufgeregt auf Arbeit angerufen und hat gesagt, du hör mal, die haben gerade im Radio angesagt, am 3. Oktober ist Feiertag, der wird zum Feiertag ernannt. Da sag ich, na und, was ist denn da? Da sagst du, am Feiertag kann man doch nicht heiraten.
Ich sage, naja, gleich ins Auto gesetzt, sage ich, das kläre ich. Bin ich zum Rathaus gefahren, zum Standesamt. Und die Mitarbeiterin hat mir dann erklärt, ich brauche keine Sorge haben, die Trauung wird durchgeführt. Ich komme unter der Haube. Trotz des Feiertages. Habe ich geschafft. Das heißt, Sie haben am 3. Oktober wirklich viel zu feiern mittlerweile. Sie haben immer einen Feiertag, ja, wenn Sie Ihren Hochzeitstag und Ihren Geburtstag feiern. Und Sie feiern drei Dinge. Genau, ja. Ja, das ist mal schön. Ja. Und diese 25 Jahre, also was hat Sie, oder was würden Sie sagen, ist ein gutes Rezept, um miteinander so zu sein, wie Sie uns hier begegnen, nämlich freundlich und froh miteinander? Na, hier werden ja auch sicher noch viele von den Zuschauern sein, die sogar schon goldene Hochzeit hatten, Silberhochzeit und überhaupt. Also insofern. Sie meinen, Sie haben kein Rezept? Nö. Wir haben einfach das jetzt besser gemacht, also was wir früher vielleicht nicht so gut geschafft hatten. Ich würde sagen, ich habe meine Frau immer noch gern. Oh, gern, Liebe. Na, Liebe. Ja, so kann man sagen, ja. Und, es ist schon von so einer großen Menge Menschen. Wir sind gerne zusammen, wir unternehmen viel zusammen, ja. Und die Aufgaben im Haushalt, die sind auch geklärt. Mein Mann macht immer Gurkensalat, wunderbar. Er macht immer Gurkensalat. Und aber nicht jeden Tag jetzt. Na, fast jeden Tag, doch, ich esse gerne Gurkensalat. So. Das ist ja wunderbar. Das sind mit ja wirklich Dill und Petersilie, also wunderbar. Doch. Also das Herz über den Gurkensalat mit weiter erobert. Ja, genau. Wunderbar. Und wenn Sie sagen, Sie unternehmen noch viel zusammen, für mich ist das auch immer oft ein Schlüssel. Sie verreisen oder mal was unternehmen Sie? Was sind Ihre gemeinsamen? Also erstmal Veranstaltungen, ja. Kleist hier in Frankfurt, ja. Dann fahren wir mindestens zweimal im Jahr in Urlaub. Einmal bleiben wir in Deutschland. Ja. Und einmal fahren wir dann ins Ausland. Ja. Dann haben wir unseren Garten. Ja, das ist so eine ganz schöne und wichtige Beschäftigung. Also ich würde sagen, mehr schön. Ja. Das ist, ja. Und ja, mein Mann, der sitzt dann eben mit der Motz und mit dem Bierchen. Das war nicht freut bestellt. Freut sich, wenn ich mit dem Rasenmäher durch die Gegend. Ja. Sie mit. Das ist aber stimmt. Eine ungewöhnliche Arbeitsteilung, oder? Frauen? Das ist nicht so richtig. Naja, manchmal ist es anders, ja, das stimmt. Ja, was machen wir noch? Kino gehen wir auch noch hier. Dürfen wir Reklame machen? Alles, was Sie wollen. Honig im Kopf haben wir letztens gesehen. Ja. Hat uns sehr gut gefallen, muss ich sagen. Ich habe viel Taschentücher, Frau Braun. Ja, und da war ich bestimmt auch nicht die einzigste Frau. Nein, ganz sicher nicht. Aber das heißt auch, Sie sind Menschen, die so dieses ganze kulturelle Angebot in Frankfurt wahrnehmen. Also Sie gehen dann eben zu einem Theater. Kabarett. Ja. Oder Silvester waren wir sogar da gewesen, Nachmittag zur Veranstaltung. Männer ermannt euch, haben wir gesehen. Genau. Stimmt, ja. Also wunderbar. Und, also, der Herr Flieder, der müsste vom Sehen zumindest, müsste mir nicht unbekannt sein. Das stimmt. Also bestimmte Gesichter prägen sich ein. Wir sitzen meistens in der ersten Reihe. Meistens Tisch 1, stimmt? Mit einer ganz lieben Freundin und ihr Mann, die sitzt jetzt hier auch im Publikum. Ja. Hallo Petra. Hallo Petra, wir sehen uns wieder bei der nächsten Premiere dann. Genau, Und wie wird denn, das ist ja noch eine Weile hin, aber ich bin guten Mutes, dass das gelingen wird, wie wird denn der 25. Hochzeitstag gefeiert werden? Was werden Sie machen? Werden Sie hier sein oder werden Sie weg sein? Also wir sind am 3. Oktober auf Mallorca. Falls jemand uns besuchen möchte. Und werden dann eine Feier hier, aber im kleineren Rahmen dann danach. Mit Familie und Freunde, das machen wir dann danach noch. Aber am eigentlichen Tag werden Sie zu zweit sein. Ja, das ist wahr. Schön. Das wollten wir auch eigentlich so. Schön. Ja, das klingt mir nach einer großen Innigkeit. Also ich danke Ihnen sehr. Wir haben die Möglichkeit, das ist für uns sehr schön, mit Hilfe von netten anderen Menschen, Ihnen noch ein kleines bisschen mehr Zweisamkeit zu verschaffen. Ich möchte mich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich hier zu uns auf die Bühne gewagt haben. Natürlich möchte ich mich auch bei allen anderen
Hochzeitspaaren, Silberhochzeitspaaren, die teilweise schon hatten oder noch haben werden in diesem Jahr bedanken. Wie gesagt, ich kann sie ganz schlecht sehen wegen des Lichtes, aber sie sitzen in Reihe 4 und 5. Das sind alles Menschen, die schon seit 25 Jahren oder knapp 25 Jahren verheiratet sind. Sie dürfen, wenn Sie dazu Lust haben, in Bad Saarow etwas besonders Schönes erleben. Wie hieß es noch? Eine orientalische... Ja, Schlammmassage. Nein, Schlamm klingt jetzt irgendwie... In Asaro-Therme zum Beispiel? Ja, ja, das schon, aber ich wollte Ihnen jetzt gerade das genauso richtig sagen. Also es ist eine orientalische gemeinsame Massage. Man muss sich aber nicht verkleiden da, oder? Sie müssen sich nicht... Man verkleidet, da wird man eingeschmiert und ehrlich, sieht man braun aus. Ehrlich gesagt, glaube ich, Sie müssen genau das Gegenteil von verkleiden. Ich glaube, Sie sind relativ... Bar. Aber das werden Sie alles, ich möchte nichts vorwegnehmen. Auf jeden Fall ist es für Sie beide. Ja. Und damit etwas abstrahlt, einerseits von diesem wirklich schönen Glück, was Sie ausstrahlen und wo ich Ihnen noch viel Gesundheit und Glück weiterhin oder wir beide Ihnen wünschen mögen, soll auch ein bisschen was von diesem... Ja, gerne. Wünschen wir Ihnen aber auch. Danke, danke schön. Und dann für die da auch natürlich. Ja, danke schön. Das können Sie ja dann persönlich in der ersten Reihe immer machen, wenn Sie dann wieder da sind. Ja, genau. Nein, aber es soll nicht so sein, dass nur Sie in den Genuss Glücks kommen, sondern, Wolfgang, ja, wie ist die Lage? Also, das Haus, also hier und die Mods, die haben hier im Haus nochmal 3 solcher Gutscheine versteckt. Und zwar unter den Sitzen. Ja. Aber nur unter den Sitzen hier unten, also im Parkett. Ja. Oben auf dem Rang nicht. Warum aus einem nicht? Weil da sind Klappstühle. Da gibt es einen ganz einfachen Grund. Diese Sitze da oben sind zum Klappen. Das hätte man sofort gesehen. Es sollte und doch eine Überraschung muss sein. Muss mal jeder unter seinen Sitz gucken. Das wird lustig. Ah, einige kommen schon darauf und fühlen drunter, ja. Ah. Aha, hey. Der erste ist gefunden. Wollen wir da mal ganz kurz hingehen? Einer ist gefunden. Einer ist gefunden. Weiter keiner? Wollen Sie oder Sie können zwei Sie fehlen noch. Monika Fischer hier sitzen. Wollen Sie hier bleiben? Die singt hier. Da ist der zweite. Nee, das war schon. Wie Sie wollen, wie Sie wollen. Wo ist der zweite? Es kann sich auch der dritte zuerst melden. Also eins, da ist der eine. Da ja. ist Nummer 2. Und die dritte. Ach, 2, ja. Und die Nummer 3 ist entweder noch nicht unter dem Stuhl gewesen oder verloren gegangen. Hm. Da ist Nummer 3. Oh, ganz nah beieinander. Das ja, lesen Sie doch mal bitte nach, was das ist, denn wir haben es vergessen. Genau. Hast du ein Mikro? Ich komme mal hoch. Na, ich werde es dann übersetzen. Alles klar. Sie wollen gerne runtergehen? Sie wollen nicht bei uns? Frau Lanz möchte gerne gehen. Also ich... Aha. Also allein Zeit für mich. Danke Ihnen. Oh. Was ist das? Gehen Sie einfach. Eine Auszeit wird geboten. Dankeschön. Danke Ihnen sehr. Mhm. Vielen Dank dem Ehepaar Lanz. So. Und jetzt wissen wir auch, wie es genau heißt. Es ist eine Rasul für 2. Na, das ist ja ganz schön informativ jetzt gewesen. Genau, Rasul. Rasul oder Rasul? Ja, ich kann auch sagen, wie es geschrieben wird mit R-H-A-S-U-L. Es ist auf jeden Fall eine Wellness-Überraschung, da bin ich sicher. Na, da lassen Sie sich mal überraschen. Sag mal, Wolfgang. Ja? So Wellness, machst du sowas? Ja, ich schwimme sehr gern. Und liegst du manchmal auch auf der Wiese? Einfach so und lässt über dir die Wolken ziehen und genießt das Leben da unten auf der Wiese? Nein? Ja, weißt du, das war ja früher mal, als man sagte, auf der Wiese haben wir gelegen und wir haben Gras geraucht. Also... Ich korrigiere. Du korrigierst? Ja, wir haben gesagt, auf der Wiese haben wir gelegen und wir haben Gras gekaut. Gekaut? Und vielleicht weiß jemand im Saal auch, wo das hingehört, dieses wunderbare Textstück zu diesem wunderbaren Lied. Veronika Fischer?
Ja. Ja, Veronika Fischer wird uns jetzt erfreuen mit ihrem Lied, mit ihrer Musik und mit ihrer Anwesenheit. Begrüßen Sie mit uns Veronika Fischer in Frankfurt/Oder. Vielen Dank. Ja, vielen Dank dafür. Frau Fischer, nehmen Sie Platz. Sie haben, ist das mein Platz? Oder? Das ist Ihr Platz. Das Sie können Platz. Allerdings gut. Auch jeden anderen Platz haben. Wir würden uns ah. Glatt um Sie herum gruppieren. Meinen Sie? Sie können also den schönsten Platz, den Sie wollen, aussuchen. Ja. Frau Fischer, Sie sind vor 25 Jahren, sagen wir mal vor 25 Jahren und 5 Monaten, von einem Anruf überrascht worden am 9. November. Ja. Sie waren zu der Zeit, um das ganz kurz zu fassen, obwohl ich glaube, dass viele Menschen Ihre Geschichte kennen, aber um es kurz zu fassen, Sie waren 1981 aus der DDR weggegangen, genau. Unter nicht ganz so einfachen Bedingungen. Also so. Na, das, vielleicht kann man das ganz kurz, ja, gerne. Ganz kurz sagen. Ich bin gegangen, Franz Bartsch ist ein paar Monate eher im Westteil geblieben, nach einem Konzert. Der Komponist Franz von mir, Franz genau. Bartsch, muss ich natürlich erklären, ist klar. Ja, das hieß für mich dann, mein Repertoire war hinfällig. Es war ja so, dass Künstler, die DDR verlassen haben, haben ja ihr Material verloren, ihre Kunst, die sie hatten. Und bei uns war es eben so, der Komponist war weg und die Sängerin war noch da.
Das heißt, war das Sie Problem. Hätten, Sie hätten seine Lieder unter anderem auch... Ich konnte sie nicht mehr singen. Es war einfach so, dass die Bezirke nicht wussten, wie sie sich verhalten sollten. Und die wussten natürlich, dass man Künstler da nicht mehr unterstützt, ist klar. Und in meinem Fall wussten sie nicht, wie sie sich verhalten sollten. Und deshalb wurde ich arbeitslos. Und meine Kollegen, also wir wurden peu à peu arbeitslos. Es gab immer weniger Konzerte. Und deswegen war es für mich unausweichlich, sowieso zu gehen. Außerdem wollte man mich ja im Prinzip auch loswerden. Also es ist eine längere Geschichte, ja. Denn ich habe dann ja auch nur Unruhe gebracht, weil ich noch da war. Ja, und vor allen Dingen, Sie waren ja, also auf dem Zenit ist immer schwierig zu sagen, weil man weiß ja nie, wie weit es noch geht, aber Sie waren sehr... Wer kennt ihn schon? Genau. Aber Sie waren sehr erfolgreich zu der Zeit, wirklich von Konzert zu Konzert, Tourneen und auch Preise, also bekannt und auch besonders. Würde ich jetzt mal aus meiner Erinnerung sagen, und haben im Grunde genommen durch den Weggang von Franz Bartsch so ihre Grundlage verloren. Mein Repertoire war weg. Mussten handeln. Und ja, ich musste handeln, weil ich wollte jetzt nicht einfach Coverversionen singen. Also Coverversionen heißt Lieder nachsingen von irgendjemand. Ich hatte ein eigenes Repertoire und das hieße für mich ja völlig von vorn beginnen. Und das wollte ich nicht. Das war einfach auch gar nicht meine Absicht. Ich dachte, wenn ich schon von vorn beginne, dann beginne ich gleich ganz woanders, weil die Bedingungen kannte ich, wusste auch, was welche Möglichkeiten bestanden. Außerdem war ja mein idealer Komponist, und das kann man ja nicht so ohne weiteres ersetzen. Er hatte was Ideales für Sie, ne? Er hat das ideale Gespür für mich. Und ich muss auch sagen, nachdem ich mittlerweile auch mit sehr vielen anderen gearbeitet habe, Franz hat eben auch für mich komponiert. Und das war der Unterschied. Viele komponieren, da kann es auch dieser oder jener machen, aber Franz hat eben für mich geschrieben. Ne? Und das war der Unterschied. Und deswegen war das für mich ein Neubeginn. Ja, da hätte ich gleich mal eine Frage. Der hat ja auch dieses Lied Auf der Wiese haben wir gelegen geschrieben. Hat er. Und Sie haben sich doch sehr dagegen gewehrt, dieses Lied überhaupt zu singen. Am Anfang, Sie hatten das ja ursprünglich gar nicht in Ihrem Repertoire. Nö. Ich war bei Panterei, ich habe Rock Jazz gemacht, wie man heute sagt, und damals haben wir das auch schon gesagt. Und als wir dann anfingen, kam Franz mit diesem und auch mit dem Klavier im Fluss zum Beispiel. Aber er hat auch die Schneeflocke geschrieben, Guten Tag, und sehr viele andere wunderschöne Lieder, Sommernachtsball. Da habe ich gesagt, nö, Franz, also Schlager singe ich nicht. Also Auf der Wiese und Klavier im Fluss wollte ich nicht singen. Und Franz hat mich, bevor er gestorben ist, er ist ja vor ein paar Jahren leider gestorben, hat er noch mal gesagt, kannst du dich eigentlich erinnern, dass du Auf der Wiese gar nicht machen wolltest? Ich sage, ja, ich singe es gern für die Leute, aber es gibt schon auch ein paar andere Lieder, die ich sehr liebe. Also es ist nicht, was hat Sie überzeugt, es dann doch zu machen? Also was war der Grund? Ich habe mich dann überreden lassen und ich habe dann einfach meine innere Einstellung, ich habe gesagt, ich werde es einfach spröde singen. Ich will es nicht so singen, wie man es im Schlager versteht, kitschig und süß, sondern ich will es frech machen. Und dann haben wir das auch so aufgefasst. Und so haben wir auch Klavier am Fluss gemacht. Das ist eben mehr komisch und ein bisschen witzig und also nicht, eben nicht zu süß. Das ist nicht meine Sache. Also. Nicht deswegen, so ein liebes kleines Mädchen, was nein, da auf der Wiese liegt. Das war ich damals nicht und das bin ich heute auch nicht. Also insofern, ja, aber es ist trotzdem, muss ich sagen, das ist sehr oft bei Künstlern der Fall, dass nicht immer das, was erfolgreich ist, das Lieblingslied ist. Könnte ich sehr viele aufzählen, will ich aber nicht tun. Das müssen die selbst tun. Also das ist so. Es gibt natürlich Sachen, wo man sich mehr gefordert fühlt und wo, das ist klar, aber man steht natürlich auch auf der Bühne, um für die Menschen zu singen. Und deshalb singe ich auch das, was sie mögen, ist doch klar. Und Sie sind dann, um darauf zurückzukommen, weggegangen. Es hatte vielleicht auch noch diesen privaten Grund, Ihr Mann, ne, mit dem Sohn, aber Sie sind ja, weggegangen. Ja, aber das spielte natürlich alles zusammen eine Rolle. Wir haben das zwar nicht alles so ganz genau abgesprochen, aber das war, der wusste, da kam ja, viel zusammen. Genau. Na klar. Ja, da gab es doch aber eine ganz merkwürdige Situation, die ja ganz wenige überhaupt in der DDR hatten. Ihr Mann ist ja mit dem Sohn im Oktober 1980 nach West-Berlin gegangen. Genau. Und Sie hatten die Möglichkeit, in West-Berlin zu wohnen und in der DDR zu arbeiten. Mhm, ja. Wie war denn das möglich? Ja, das war durch ein Visum möglich. Darum hatte ich gebeten, weil ich einfach, als mein Mann ging, das muss man natürlich dann, weil ging ja voraus, mein Mann ging mit meinem Sohn, er war ja ungarischer Staatsbürger und hatte ein europäisches Visum, also der konnte europaweit reisen. Das hat der DDR überhaupt nicht gefallen. Der war also freier als wir DDR-Bürger. Der konnte reisen und er ist über Ungarn mit unserem Sohn nach Österreich. Wir kannten Georg Danzer ganz gut. Und dann hat er von dort aus mich
sozusagen als Familienzusammenführung holen wollen. Und so, und da, mit dieser Information bin ich dann damals zum Ministerium für Kultur gegangen, zum stellvertretenden Minister Siegfried Wagner, der es damals war, und bat ihn um dies. Ich war einfach naiv, habe gesagt, ich will hier weiterarbeiten, ich will gar nicht gehen, ich will hier weiterarbeiten, aber ich möchte auch mit meinem Mann und meinem Kind zusammenleben. Ja, das war natürlich völlig sinnlos. Es war klar, worum es geht, dass ich irgendwann das natürlich nicht machen kann zwischen den Welten, weil das war an der Grenze, war dann immer, habe ich natürlich Herzklopfen gehabt und Angst gehabt. Ich habe ja noch drei Monate in der DDR dann gearbeitet mit diesem Visum. Und dieses Visum war wiederum auch ein Übel für die Kollegen, die neidisch waren, die eifersüchtig waren. Die darf reisen, wir dürfen es nicht. Und insofern war das ein Problem. Also das schrie praktisch nach einer Auflösung in die eine Richtung und Sie sind dann... Das war allen klar und das war auch der DDR völlig klar und die wollten das auch. Das sehe ich heute auf alle Fälle so. Und Sie sind dann 81 nach West-Berlin gegangen, also nicht so weit weg und haben dann nun ja 8 Jahre lang West-Erfahrung, wobei Sie ja so die Berliner auch ein bisschen, die West-Berliner wieder als ein bisschen anders sehen, als ne? auch gerade was Ihre Musik angeht und den Ostschlager und das Weggehen aus dem Osten. Da war es dann umgekehrt. Da wurde ich dann wieder politisch auch von der Presse gern benutzt. Die wollten, dass ich mich gegen die DDR ausspreche, was ich überhaupt nicht wollte. Ich wollte Musik machen. Und die Kollegen waren auch merkwürdig. Da gab es ja ganz unterschiedliche Einstellungen. Die einen waren eben Linke, die der Meinung waren, das ist alles viel besser in der DDR. Dann gab es die Linken, die DDR nie gesehen haben und welche, die es gesehen haben. Und also es war schwierig und die fanden dann wieder Leute, die gegangen waren, überhaupt nicht nett. Also alles schwierige Zeiten. Also zwischen vielen Stühlen. Zwischen vielen Stühlen. Also sowohl beruflich als auch eben dann in dieser... Beruflich muss ich nicht ganz sagen, das war natürlich nicht sofort... Erstens hat keiner gewartet, zweitens musste ich mich erst wieder aufbauen. Ich wollte dann auch nicht so arbeiten. Franz hatte sich total geändert, hat mit Roland Kaiser gearbeitet, hat Schlager gemacht und das wollte ich aber nicht machen. Insofern habe ich mich dann auch entfernt und ich hatte einen guten Künstlervertrag. Da ging das. Ich habe mit tollen Musikern gearbeitet, ich habe keinen Grund zur Klage. Also das hat mir sehr viel Spaß gemacht und es geht auch nicht immer nur um Erfolg. Es war für mich auch eine Veränderung, neue Erfahrungen. Es war nicht immer alles richtig, ich habe auch Fehler gemacht, aber später kam ich dann zu dem, was ich machen wollte. Also, insofern war ich da doch ganz zufrieden dann. Und wie war das privat in diesen 8 Jahren? Ich meine jetzt vor allen Dingen Ihre Familie. Das war natürlich bitter. Das war, es war natürlich also Sie haben, Entschuldigung, nur ganz kurz, Sie haben Eltern? Und wie alle Menschen auch. Genau, die weiter in der DDR lebten. Und Sie haben 3 Schwestern. Ich habe 3 Schwestern, genau. Genau, und die waren alle in der DDR geblieben. Und wie war die Möglichkeit, sie zu sehen, Kontakt zu haben, dass die Kinder sich sehen? Wie war das? Na, das ging ja nicht. Also, ging gar nicht. Es war nur möglich, dass meine Eltern durften dann ab einem gewissen Moment, als sie Rentner waren, durften sie mich besuchen, gelegentlich. Und ansonsten natürlich gar nicht. Also meine Schwestern habe ich gar nicht gesehen in der Zeit. Auch meine Jüngste lebt in Ost-Berlin, 2 Kinder, also unsere Kinder haben sich auch nicht gesehen, nein, natürlich nicht. Also, das war natürlich bitter und traurig und ich lebte auch eine ganze Zeit im Exil, also privat war es schwierig, beruflich war es eigentlich sogar besser, aber privat war es, ich fühlte mich ja auch nicht zu Hause so schnell, das war ja, hat ja alles gedauert und das Problem war ja auch im Westteil, sprach man eine andere Sprache, dann gab es ja auch das Business, das völlig anders war, die freie Marktwirtschaft, das Geld diktiert alles und das hat mir natürlich auch in vielem nicht gefallen. Auf der anderen Seite wurde ich wieder unterstützt, dass ich konnte relativ sozial sicherer leben als in der DDR, es sei denn, man hat live gespielt in der DDR, konnte man ja jeden Tag spielen, dadurch konnte man auch gut existieren. Aber im Westteil bin ich ja eben beteiligt worden an meinen Verkäufen, an meinen CDs und dadurch konnte ich da auch recht gut leben. In der DDR wurde ich ja nicht beteiligt an meinen Verkäufen, obwohl ich da den größten Teil... Das hat die DDR eingenommen. Also angeblich, Amiga hat das wohl an den Staat weitergegeben. Das also heißt, nur von bestimmten Künstlern wohlgemerkt, nicht von allen. Das heißt, Sie haben eine Platte gemacht, wie? Ich habe zufälligerweise meinen Plattenschrank... Sie haben eine Platte gemacht, wie zum Beispiel die Goldenen Brücken oder die Veronika Fischer und Band oder 4, die genau, Aufstellung. Ja, irgendwie die 4. noch. Ist in den Plattenschrank verschwunden. So. Auf jeden Fall sind hier 3. Und das heißt, Sie waren ja auch sehr erfolgreich. Dann haben Sie dafür kein Geld bekommen? Oder Nein, wie muss man ich habe, na, wenn man so will, bin ich pauschal abgegolten worden mit 500 Mark der DDR für ein Lied. Und wenn ich 2 Millionen verkauft habe, habe ich nichts bekommen.
Das ist also alles weitergereicht worden. Ich weiß noch, Tamara Danz von Silly hat genauso wie ich Aufstand geprobt. Also wir sind dann auch und haben gesagt, das finden wir nicht okay. Na, uns haben sie eben nicht beteiligt, vielleicht auch die Rockermädels nicht. Damals habe ich auch noch mehr rockig gearbeitet und es gab andere Künstler, die wurden beteiligt. Ich glaube Schöbel, Krug und Norbert Henkler und so. Bestimmte Künstler sind beteiligt worden, wenige und die meisten nicht. Es sei denn Autoren, die wurden natürlich von der damaligen AWA, Investor ist das ja die GEMA, ne, beteiligt als Urheber. Ja, nein, wir wurden nicht beteiligt und war natürlich nicht fair. Ne? Nee. Ja. Das heißt doch, ein gutes Lied ist kein Zufall. Woher aber weiß man vorher, dass das ein gutes Lied ist? Da muss man ein Gespür dafür haben und man kann das auch entwickeln, aber es gibt so gewisse Richtlinien, wo man das spürt. Es ist natürlich so, Franz und ich und wir in dieser Zeit in der DDR, wir hatten immer auch das Bedürfnis, künstlerisch zu arbeiten, was eigentlich heutzutage überhaupt nicht gefragt ist. Also künstlerische Arbeit ist gar nicht gefragt. Es muss marktträchtig sein, muss sich schnell verkaufen, es muss schnell in die Charts, es muss schnell Geld bringen. Wenn es schnell Geld bringt, kann es eventuell überleben. Wenn nicht, muss man einen anderen Weg suchen. Es gibt natürlich die Möglichkeiten, auch über die Bühnen. Und das gibt es ja. Und das macht, die jungen Musiker machen das ja. Und da sind auch, entwickeln sich auch sehr schöne Sachen. Aber grundsätzlich ist es so, es muss schnell ins Ohr gehen, möglichst schon erkannt werden, bevor man es gehört hat. Mhm. Zum Beispiel, also, ich weiß, wenn etwas sehr wie Kinderlied klingt, ist es immer erfolgsträchtig. Wenn es einfach ist, wenn es schnell ins Ohr geht. Aber ja, da kommt es dann immer darauf an, was man machen will, ob man das möchte. Und das war nicht immer mein Anliegen, aber das ist der Grund. Es muss etwas sehr schnell eingängig sein. Ja, das ist immer das große Problem und dieser Zwiespalt, zwischen dem man steht. Also will man nun Kunst machen oder Kommerz, wobei ich immer noch nicht weiß, was ist denn der Unterschied oder wo sind die Grenzen und wo fließt das hin? Also die Trennung von Kunst und Unterhaltung, die wird doch immer, die klafft doch immer mehr auseinander. Ja. Also Kunst und Unterhaltung, also ich meine, Unterhaltung kann durchaus künstlerisch sein. Ja, also aber alle Fälle. Ich meine jetzt von den Vermarktern, die sagen, nicht zu anspruchsvoll. Das verstehen die Leute nicht, das wollen die nicht. Ja, das ist sehr schwierig. Das ist sehr schwierig. Das ist so wirklich ein Drahtseilakt. Und da kommt eben drauf an, was man machen will. Aber es ist heute noch viel schwerer, als es früher war. Also ich hatte noch ganz gute Bedingungen. Und heutzutage, also junge Musiker haben es verdammt schwer. Das muss ich einfach mal sagen. Um nicht mit einer Frage angefangen zu haben, wo wir bis zum Schluss nicht zur Antwort kommen. Ich war ja am 9. November. Also Sie haben ja die Situation, ja, ich habe es nicht vergessen. Genau. Sie haben ja die Situation 81 weggegangen und wirklich gerade Ihre Schwestern auch nicht mehr gesehen. Nein, also hab ich nicht. Das war dann für Sie ja auch, wie für uns alle, glaube ich, kaum erwartbar, dass die Mauer fällt. Sie haben, überhaupt nicht geglaubt. Sie haben auch Schabowski gesehen und Sie haben auch Momper gesehen an dem Abend. Ja, natürlich habe ich das verfolgt, weil das war ja ganz klar. Das hat ja alle Menschen interessiert und ich auch. Und der sagte das und unmittelbar nach diesen oder während dieser Aussage, die Mauer hat ein Loch, am 8. abends, ja, da hat er das schon gesagt. Und daraufhin klingelte bei mir das Telefon und meine Schwester Kerstin rief an und sagt, ich komme jetzt sofort rüber. Da habe ich gesagt, was, du kannst schon rüberkommen? Ich habe damit überhaupt nicht gerechnet. Ja, ich komme jetzt und wo kommen wir hin? Und ich sage, da fahrt bis Babelstraße, wir holen euch ab. Die Straßen waren leer, also da, wo ich wohnte in Tempelhof damals, die waren alle an der Mauer, die Menschen. Das war alles wirklich leer. Wir haben Kerstin abgeholt und ja, wir konnten natürlich erstmal gar nicht reden, weil wir waren noch völlig geplättet von all den Dingen und aufgeregt und hatten uns verändert. Und dann haben wir zu Hause erstmal ein Gläschen Wein getrunken und in dem Moment hat dann das Telefon wieder geklingelt und die Managerin von Reinhard May war dran und sagt, und Frau Fischer? Hä? Frau, ja, Sie, was darf ich, was möchten Sie? Na, würden Sie morgen nach Dresden kommen in die Semperoper? In die Semperoper? Morgen? Das ist ja interessant. Morgen? Und wohin? Zur Schokolade. Das war, es war mir alles völlig unrealistisch. Ich dachte, was passiert hier eigentlich? Da fällt die Mauer, da kommt meine Schwester, dann soll ich in die Semperoper am nächsten Tag. Da können Sie morgen auftreten, wir brauchen dringend eine Künstlerin hier. Na, ich dachte, wenn die mich reinlassen und werden sie mich auch an der Grenze nicht festhalten.
Naja, gut, ich hatte gerade eine neue CD, das hat mir ja ganz gut gefallen insofern, aber ganz geheuer war mir das natürlich nicht. Und aber Sie haben es gemacht. Aber sehr spannend, und dann bin ich am nächsten Tag früh zum Friseur, habe mir meine Mähne aufbringen lassen und bin da runtergefahren und bin zur Generalprobe hinten reingeschoben worden. Und der Saal war voll. Das war, ich wusste nicht, dass da eine Generalprobe schon mit Publikum stattfindet. Ich dachte, eine Probe. Türe auf, gehst rein, die Massen aufstehen, Standing Ovation. Das war natürlich aufregend. Das kann man auch gar nicht erklären. Das sind solche Momente im Leben. Haben Sie da geweint? Oder sind Sie, ich meine, das muss doch ein unglaublicher Moment sein. Sie sind seit 8 Jahren weg aus dem Land und wollten halb nicht und halb kommen mit Ihrer Musik zurück, gehen auf diese Bühne und der ganze Saal steht auf. Wie, was? Ja, das ist, das war wie ein Trancezustand. Das kann man nicht erklären. Ich habe nicht geweint, ich war nur völlig fassungslos. Das war, aber aufgeregt war ich natürlich, unendlich. Mir das Herz, ich dachte, man sieht es, dass das so klopft. Es war, ich hatte wirklich, und ich stehe nun lange auf der Bühne, und damals stand ich ja auch schon ein paar Tage auf der Bühne, aber meine Beine haben gewackelt. Ich weiß noch, die haben gezittert. Ich dachte, irgendjemand sieht es dann. Ja, also es war aufregend. Ich meine, so wie die anderen Menschen, es waren ja sehr emotionale Momente. Im Westen hat es eher weniger gefallen, vielen. Viele hatten Sorge. Doch. Ja? Doch, haben Sorge gehabt. Die ganzen Leute, der ganze Osten kommt jetzt rüber. Ich kenne aber auch ganz viele, die sich gefreut haben. Natürlich hatten sie Schiss. Ja. Sie sind wohl aus dem Westen. Woher haben Sie das jetzt geahnt? Was? Woher haben Sie das jetzt geahnt? Das war unschwer. Ja, Sie haben ein Buch geschrieben, das Lügenlied vom Glück. Ja. Wie viel Lüge steckt denn in einem Lied? In einem Lied steckt überhaupt keine Lüge. Das heißt, wenn man es wahrheitsgemäß tut, aber die Wahrheit ist ja immer so, hat ja immer verschiedene Seiten, wie wir wissen. Aber was ich damit meine, ich habe erstens ein Lied, das heißt das Lügenlied vom Glück. Und dann ist es so, wenn man etwas als Unglück empfindet, dann hat man ja vorher Glück gehabt. Erstmal muss ich Glück haben, um zu erkennen, dass etwas nicht so ist, wie es, oder nicht so war, wie es, wie ich mir vorgestellt habe. Dann ist es für mich das Erkennen, dass es eine Lüge war, dieses Glück, diese Einbildung des Glücks. Aber man kann sich ja viel einbilden, und manchmal ist es ganz gut, wenn man sich damit hilft. Ja, naja. Also aber da muss ich nochmal nachfragen, aber es gibt auch Glück ohne Lüge. Das ist nicht die falsche Schlussfolgerung. Nein. Okay. Ich habe das auf mein Leben bezogen, in dem ich sehr viel Glück hatte, aber mir auch sehr viel das Bein gestellt wurde und auch viel Unglück. Ich habe ja immer im Kalten Krieg mit diesen verschiedenen Gesellschaftssystemen musste ich leben. Und ich musste immer als Politikum politisieren, obwohl das gar nicht mein ursprüngliches Anliegen war. Aber ich war es immer, und letzten Endes ist Musik auch Politik, das weiß ich, aber es war nicht wirklich mein Ansinnen. Meins war eher human, eher menschlich gedacht. Aber ich habe dann gewusst, ich wurde immer zwischen den Systemen hin und her geschoben und als Politikum auch benutzt. Und das hat mir nicht gut gefallen. Tja. Ja. Das Lügenlied vom Glück. Ja. Das Lügenlied vom Glück. Ja. Genau. Es erschien ja gestern hier in meiner geliebten Heimatzeitung in der Motz. Da erschien ein großes Interview von ihm. Oder mit Ihnen. Und da wurden Sie danach befragt, wie Sie sich fit halten und ob es da unumstößliche Verhaltensregeln gibt. Können Sie das noch mal wiederholen oder soll ich es vorlesen? Ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe, aber ich denke, dass ich heute vielleicht noch der gleichen Meinung bin. Oder? Sagen Sie mal. Also fit halten heißt genug schlafen, möglichst die Mitte mit vielem finden, also mit dem, was man sich wünscht, ist die Mitte immer am besten. Man kann durchaus mal alles probieren, und das habe ich auch so getan, aber ich weiß nicht, ob ich das alles erzählt habe. Fit halten heißt vielleicht nicht zu viel essen, auch ein bisschen Sport machen, Fahrrad fahren, mein Freund fährt gern Fahrrad, mit dem, da muss ich dann auch Fahrrad fahren, und laufen, viel laufen, ich laufe gern. Was habe ich denn erzählt? Was ganz anderes. Weil Sie so gucken. Also davon steht nur eins drin, schlafen. Das war, haben wir gesagt, alles andere steht da nicht. Ja. Es kann ja auch sein, dass ein bisschen gekürzt wurde. Ne? Entschuldigung. Aber jetzt das kommt's. Das ist natürlich richtig, was da steht. Mal gucken, was jetzt kommt. Ja, stimmt. Genau. Also kein schwarzer Kaffee, kein Alkohol
und nicht rauchen. Ja. Und man muss manchmal sehr brav sein. Ja, das stimmt. Natürlich. Das ist alles ja furchtbar. Was machen Sie denn dann? Na, so? Ich mache Milch in den Kaffee. Ach so. Ich mache Milch in den Kaffee, dann ist das schon mal für mich etwas besser. Und auch so ein bisschen Zucker, das so mag ich. Ne? Nicht wieder Sachse so, ohne, also Kaffee, da muss Zucker rein, ist doch klar. Dann schlafen ist schon ganz schön wichtig. Und manchmal muss man auch sagen, okay, jetzt gehe ich schön schlafen. Das stimmt, weil ich am nächsten Tag ein großes und ein Konzert habe mit einem langen Wegen, danach wieder nach Hause. Also da muss ich dann schon auch mal drauf achten, das ist so. Ja. Was gucken Sie denn so? Naja, so wissen Sie, ich stehe auch seit über 40 Jahren auf der Bühne und ich mache das Gegenteil. Sie machen das. Dann sage ich Ihnen auch, warum. Weil Sie Kabarett machen, ne? Ja. Na klar. Aber wenn man singt, muss ich Ihnen sagen, und wenn man lange singen will und man lange singt, muss ich ja immer darauf achten, dass ich eben auch meine Höhen habe. Und Höhen, es ist ja so, dass sich so im Laufe des Lebens Dinge auch verändern und Stimme etwas tiefer werden kann später. Und ich habe mir schon auch meine Stimme erhalten durch bestimmte Dinge, die ich eingehalten habe. Sonst kann man keine 2 Stunden Konzerte singen. Das ist einfach nicht, genau, zu schwierig. Über diese lange Zeit. Also Alkohol ist, kann ich nicht empfehlen. Und ich kenne Kollegen, die rauchen. Denen macht es nichts aus. Das muss jeder für sich entscheiden. Für mich ist Rauchen nicht gut, weil ich würde dann, ich bin ja Altistin eigentlich, und würde dann ganz bestimmt noch tiefer singen. Naja. Mit Rauchen. Aber deswegen ist es für mich nicht gut. Also bei Ihnen heißt es ja, Sie haben einen Stimmumfang von 3 Oktaven, ja? Ja. Das ist der Vorteil wiederum des Kabarettisten, dem reichen 3 Töne. 3 Töne, ja. Aha, aber viel im Kopf und viel reden. Ja, und jetzt geht dieser Artikel geht weiter. Und da muss ich eine Geschichte erzählen. Das ist mir heute passiert, als ich über den Marktplatz hier in Frankfurt ging, sprach mich ein Ehepaar an und die sagten, sagen Sie mal, Sie machen doch heute Abend diesen Mods-Talk. Haben Sie denn gestern die Zeitung gelesen? Die kommt doch da. Das stimmt. Was ist denn da mit dem Gysi? Fragen Sie das mal. Also das wollen wir jetzt mal wissen. Ja, was soll ich da erzählen? Ja, Herr Gysi ist da, ich bin da. Es ist so, es gab Probleme mit meiner Band. Meine Band ist, aus meiner Band ist dann Pankow entstanden, als ich die DDR verlassen habe. Und wie man ja... Die Menschen, die vom Fach sind, wissen es, in der DDR konnte man ja keine PE mieten. Also man konnte nichts mieten, um Ton und Licht und all das musste man alles selbst sich anschaffen, um Musik zu machen in der DDR. Und das haben wir auch gemacht. Das habe ich mit meinem Mann bezahlt. Wir haben also die Technik gekauft, und damit wir spielen konnten in all den Jahren. Und das konnte ich nicht mitnehmen, als ich die DDR verlassen habe. Und da hat meine Band drüber gespielt. Daraus ist dann Pankow entstanden. Und Pankow hat mit meiner Technik und unserer, von meinem Mann und mir, gespielt. Und wir konnten sie natürlich nicht rüber. Und nach 7 Jahren habe ich dann bei Pankow schriftlich darum gebeten, dass wir eine Lösung finden würden, sollten. Denn es wäre ja Ihnen auch klar, dass die Anlage uns gehört, also Laszlo und mir. Und man könnte ja mit einer Miete eventuell, könnte man das meinen Eltern zukommen lassen oder wir sie irgendwo deponieren. Nach 7 Jahren werden sie sich ja schon wieder gefangen haben und klarkommen selbst. Und daraufhin wurde unsere Anlage dann verkauft. Die wurde verkauft von Pankow. Ich kenne den Techniker. Und zwar der Techniker von Pudis. Der hat mir bestätigt, dass er die Anlage gekauft hat und sie sozusagen, da müssen ja die Gelder irgendwo hingegangen sein, vermutlich zu den Kollegen, und die werden sich neue Dinge gekauft haben. Und wie es im Hintergrund lief, ob Herr Gysi hat Pankow vertreten damals, das kann ich natürlich nicht genau sagen. Jedenfalls wurden die Dinge verkauft, um eben auch Beweis wegzuschaffen, sozusagen. Und war es ja nicht mehr nachweisbar für uns. Ist das je, es sind ja viele Jahre vergangen und die Szene, also die Musikszene kennt sich auch, ist das je Thema gewesen zwischen Ihnen und den Musikern von Pankow? Haben Sie sich je darüber irgendwie ausgesprochen? Oder niemals hat mich jemand angesprochen. Also ich bin nie angesprochen worden. Ich habe mit den Kollegen auch schon Musik gemacht wieder.
Ich habe nur gedacht, wie soll ich das alte Zeug wieder hochholen? Fakt ist, ich bin beklaut worden und Laszlo auch. Das ist ihre Sache. Sie haben das schlechte Gewissen, das spüre ich auch. Und ich kann es nicht rückgängig machen. Wir haben da auch keine Rechte gehabt, um irgendwas zu tun. Ich war hinter der Mauer und wir waren hinter der Mauer. Die waren ja sicher damit. Also konnten ja sagen, die kann ich kommen und holen. Also was soll man sagen? Das Management damals, Schubert, Wolfgang Schubert, hat in derart frecher Art und Weise geschrieben, arrogant und hochmütig, dass mir klar war, die wissen, was soll die denn machen können? Die kann nichts machen. Ja, man hätte zumindest versuchen können, miteinander irgendwelche Dinge zu lösen. Vielleicht, du gibst sie uns, wir zahlen eine Miete, ist völlig üblich. Wir zahlen ja auch Miete, wenn wir heute spielen und Technik mieten, zahlen wir dafür was, damit derjenige, der sie zur Verfügung stellt, logischerweise auch sein Geld bekommt. Das war eben nicht möglich und das ist keine schöne Sache. Schlicht und einfach. Muss ich denen hinterherrennen und sagen, Kinder, wollen wir das mal klären? Sie müssen auf mich zukommen und sagen, lass uns doch mal das beenden, das Thema. Ich meine, wir haben lange Musik zusammen gemacht. Das ist natürlich traurig und war auch eine bittere Erkenntnis für mich, muss ich sagen. Ich habe das lange verdaut, davon mal abgesehen. Was soll ich mich da ewig damit rumärgern? Aber natürlich begegne ich den Kollegen immer mal wieder. Da kommt das natürlich, klick, ist es natürlich dann wieder da. Vielleicht ist das ein Teil seines Autos, habe ich bezahlt. Oder ein Teil des Häuschens oder so. Ne? Das kann schon passieren, aber was soll's? Ich meine, so viel ist es dann auch nicht gewesen. Aber Instrument zumindest oder so, könnte man sagen. Ja, ja. Also hier in Frankfurt, da herrscht ja ein großes Harmoniebedürfnis unter den Menschen. Ja. Ach ja? Und ich glaube, ich habe diese Frage von den Leuten so verstanden, dass die den großen Wunsch hatten, dass sie sich mit Herrn Giesen versöhnen. Ja? Ich weiß nicht, Herr Giesen sieht das sicher anders. Naja. Oh. Er hat ja nun Pankow vertreten, ne? Also insofern. Also ich denke, dass wir sind ja heute Abend noch eine Weile zusammen. Das ist ja ganz schön. Das ist ja nur der erste Teil, den wir hier gerade erleben. Und es gibt sicher Gelegenheit, noch zu reden. Vielleicht wird das Harmoniebedürfnis, das von dir attestierte, der Frankfurter befriedigt. Wir werden es sehen. Ich würde sagen, wir beenden die erste Runde. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie uns so viel erzählt haben. Ich kann sagen, Frau Fischer wird nachher noch mal singen nach der Pause. Also das war noch nicht alles, was wir von ihr hören. Wir würden den ersten Teil beenden und zwar mit dem Gute-Laune-Film. Wir feiern uns ein bisschen heute selbst, das habe ich schon gesagt. Und dieser Happy-Film, der letztes Jahr entstanden ist, kann eigentlich zu 25 Jahre Mods nur gut tun. It might seem crazy what I'm about to say. Clap along if you feel like a room without a room.
zweiten Teil unseres heutigen Mods Talks und man hört im Hintergrund noch die Jazzband oder das Jazz-Trio des staatlichen, nee, des Staatsorchesters. Des Staatsorchesters, ja, völlig fertig. Benommen von den Ereignissen des ersten Teils. Es geht jetzt weiter mit einem Paar, einem ungewöhnlichen Paar namens Gregor Gysi und Peter Michael Distel. Genau. Und seien alle beide sind Doktor. Ach, auch noch. Ja. Ja. Wir hoffen, dass Sie alle wieder da sind. Wir können sagen, in der Pause ist ganz deutlich geworden, dass unser Silberhochzeitspaar wahrscheinlich demnächst Karriere machen wird. Es gibt viele, die über dieses Paar reden. Sehr schön, dass Ihnen das gefallen hat. Aber es gibt auch noch andere Paare. 25 Jahre nach dem 18. März, Tag der Volkskammerwahl 1990, haben wir heute hier zwei Gäste, die ja, Geschichte geschrieben haben. Nee, ich wusste schon, ich hab ja. Das war eine Kunstpause. Ach so, das war Kunst, das aber muss man eben noch sagen. Aber ich bin eben kein Bühnenmensch, deswegen gelingt mir das nicht. Also zwei Menschen, die recht unterschiedlich sind, könnte man meinen, und trotzdem sich so nah, dass der eine den anderen zu seinem Trauzeugen gemacht hat, gerade kürzlich, noch nicht so lange her. Ja, also zwei Männer, die Geschichte geschrieben haben oder noch schreiben. Jedenfalls freuen wir uns sehr, dass Sie da sind und ich darf Sie zu uns auf die Bühne natürlich in die Mitte bitten, Herrn Dr. Peter Michael Distel zum, wenn ich richtig informiert bin, Rotweinglas. Und Herrn Dr. Gregor Gysi, bitte an die andere Seite des Tisches. Wir haben auch für jeden ein Mikro eigentlich. Ja, natürlich. Weil das muss nicht sein. Ich könnte mir vorstellen, dass die beiden vielleicht ab und zu auch nicht gleichzeitig reden wollen, aber zu der gleichen Sache was zu sagen haben. Ja, schön, Dankeschön. Dass Sie da sind. Ich stelle zunächst nur fest, dass der auf dem weichen Sofa sitzt. Naja. Also, ich hätte kein Problem damit, wenn es für Sie, wenn das Paar, als dass wir Sie angekündigt haben, gemeinsam auf dem Sofa sitzt. Dann setze Nein. Ach, jetzt bleibe okay. Ich hier sitzen. Also, na, das kann ja heiter werden. Wir können auch noch umräumen. Also, das ist genügend Platz. Wir können auch den Tisch hier in die Mitte stellen. Hier und... Sie wissen, ich bin in der Opposition. Mir reicht es, den Protest einmal anzumelden. Mehr brauche ich nicht. Ich darf nicht klatschen, aber Hut ab. Ja, wir beginnen mit zwei Männern. Fangen wir mal an mit Gregor Gysi. Also, das ist ja ein spannendes Buch, was ich hier gelesen habe. Gysi und Modrow im Streitgespräch. Und da geht es genau um die Zeit, 1989, 1990, über die ersten Volkskammerwahlen hinweg. Und man hat ja vieles vergessen in der Zeit. Und vieles, auch was uns eigentlich ganz persönlich betroffen hat. Also ich habe zum Beispiel völlig vergessen, dass Sie Parteivorsitzenden von drei Parteien waren. Der letzte SED-Vorsitzende, dann SED-PDS und dann PDS. Und das eine war ich eine Woche, das zweite war ich 6 Wochen und das nächste 3 Jahre. Ja, und immerhin. Seit 1990 mit 3 Jahren Unterbrechung Mitglied des Deutschen Bundestages. Und jetzt der Oppositionsführer. Und Oppositionsführer heißt ja der Führer? Nee, kann man nicht sagen. Wa? Das heißt nur, dass ich beim Haushalt der Bundeskanzlerin als Erster spreche und danach Sie. Das ist eine Reihenfolge, die mir eigentlich gefällt. Ansonsten ist es umgekehrt. Sie spricht als Erste und danach ich. Dann kommt die SPD und dann kommen erst die Grünen. Ja, also. Aber darf ich Ihnen noch was erzählen? Ja. Konstituierende Sitzung des Bundestages? Nein, wie auch immer. Also ich muss es anders sagen. Der Bundespräsident war früher Bürger der DDR. Die Bundeskanzlerin
war früher Bürgerin der DDR. Wie können Sie denn im Ernst glauben, dass wir als Oppositionsführer einen aus dem Westen zulassen? Nein. Ja, das ist ja natürlich das große Problem. Ich meine, als die Vereinigung passierte, da hat man ja gesagt, die Wessis haben uns alles genommen. Und jetzt ist es umgekehrt. Ja, so langsam. Aber es ist nicht einfach. Nein, im Kern, wenn Sie mich jetzt ernsthaft fragen, sage ich Ihnen Folgendes. Es gab einen ökonomischen Streitpunkt, den lasse ich jetzt mal weg. Und dann gab es immer die Frage Beitritt zum Geltungsbereich des Grundgesetzes oder eine Vereinigung nach Artikel 146. Im Artikel 146 stand, bei der Herstellung der deutschen Einheit muss durch Volksentscheid eine Verfassung angenommen werden, die das Grundgesetz ablöst. Wenn man diesen Weg gegangen wäre, wäre ein neuer deutscher Staat entstanden, der die Rechtsnachfolge sowohl der DDR als auch der BRD angetreten hätte. Das hätte gravierende politische und juristische Folgen gehabt. Da man das nicht wollte, haben sich Union und SPD auf eine Änderung des Artikels 146 geeinigt, den gibt es ja immer noch, und haben den Anlass gestrichen. Jetzt steht da nur noch drin, wenn durch Volksentscheid eine Verfassung angenommen wird, dann tritt das Grundgesetz außer Kraft. Aber wann und zu welchem Zweck, das steht nicht mehr drin. Und damit ist das völlig offen geworden. Und der Beitritt war so, wenn ich es ganz kurz schildern darf, ich habe es immer so erklärt. Du hast eine reiche Tante und einen armen Neffen. Und die entscheiden sich zusammenzuziehen. Dann gibt es zwei Möglichkeiten. Sie beziehen gemeinsam eine neue Wohnung. Dann hat der Neffe doch ein bisschen was mitzubestimmen, wie die aussehen soll. Oder du ziehst in die Wohnung deiner Tante. Das ist der Beitritt. Da hast du nichts zu sagen. Da ist alles so. Gregor, die Tante hat in der Regel die Knete. Richtig. Der Neffe ist jung, dynamisch, und erfolgreich wie wir und männlich und hat Geschmack. Und er hat Zeit, alles auszusitzen. Mhm. Und wir haben eine Weile gewartet. Du hast völlig recht. Die Bundeskanzlerin kommt von uns, hat die russische Olympiade gewonnen. Der Bundespräsident kommt von uns, ist einer ganz von uns, Gregor, der durfte in den Westen schon fahren, da haben wir noch Dropse gelutscht. Und der Oppositionsführer ist auch einer von uns. Das ist wirklich also eine Zeit, wir haben uns durchgesetzt, Gregor, und bei den nächsten zwei Wänden, die werden wir wieder so organisieren, ja. Wenn wir nicht müde wären und wenn wir nicht von dem weichen Kanapee hochkommen, dann sind wir wieder dabei ganz vorne, Gregor. Ich muss ja sagen, Peter Michael, mit dir würde ich ja eine Doppelspitze machen. Aber Meine Damen und Herren, ich bin glücklich verheiratet und aus Ökonomiegründen habe ich Geliebte und Ehefrau zusammengelegt. Und unsere Partnerschaft, die wird bleiben, egal was ist. Gut. Du hast die Kontrolle, du hast mir immer gute Ratschläge im Leben gegeben. Ich dir aber auch, Gregor. Ich bin in der führenden Klasse, du bist in der Opposition. Es gibt einen Unterschied, du hast meine Ratschläge befolgt und ich deine nicht, deshalb sitze ich in der Scheiße und du nicht. Du bist glücklich verheiratet und ich bin glücklich geschieden. Ein großer Unterschied. Aber er weiß genau, wenn die Titanic sinkt, dann rette ich dich, Gregor. Ich habe das schon geahnt. Wir pieksen und alles läuft. Nein, Sie sind jetzt dran. Ich kämpfe um Ihr Wort. Das ist nett, dass Sie um mein Wort kämpfen, aber ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen, dass Sie mir das Wort geben. Bitte schön. Also im Jahr der Einheit 25 reden wir von uns. Das ist so. Wir reden von uns. Von uns. Die sind von uns, also 25 Jahre, ne, da sagen Sie den Satz, die sind von uns. Das heißt, wir haben die innere Einheit nicht vollzogen. Doch, wir haben sie. Das ist ja jetzt eine Frage, die ist sehr ernst, die kann man ja gar nicht flapsig beantworten. Wir haben irrsinnig viel geschafft. Die Einheit ist vollzogen. Es ist für mich das größte Glücksgefühl, damals den Mut der Menschen zu beachten, die einfach unter diesem System nicht mehr leben wollten. Und ich bin mir, Gregor, in deinen Kreisen habe ich sehr viele Menschen kennengelernt, schätzen gelernt. Ich habe hier heute Abend zufällig durch Handwinken, meine Damen und Herren, den ehemaligen Leiter meiner Rechtsabteilung im Innenministerium, den kennst du auch, ein Professor sowieso, ich will mal die Konspiration nicht so sehr strapazieren, Gregor. Ich habe nicht erwartet, meine Damen und Herren, dass dieser Personenkreis so engagiert und so aufopfernd und in Kenntnis, wenn die Einheit ist, dann ist für uns Feierabend, mitgeholfen hat und mitgestaltet hat. Ohne die hätten wir es nicht geschafft. Und der Herr zu meiner Linken, meine Damen und Herren, hatte natürlich in dieser Übergangszeit enormen Einfluss.
Er hat auch heute den Einfluss, meine Damen und Herren. Sie hören ihm zu, sie lachen. Man ist ihm irgendwie ergeben. Das geht mir so, das geht allen Frauen im Laden so, aber es geht mir persönlich auch so. Und deswegen muss ich sagen, sind die ehemaligen Herrschenden, Frau Moderatorin, diejenigen, die die Macht hatten. Wir hatten kerzenfreundliche Gebete, viele Pastoren und ein paar Tierärzte und die hatten die Waffen, die Macht und dergleichen. Und deswegen ist mein Herz völlig frei von Argwohn und völlig frei von historischem Bedürfnisses aufzurechnen. Hm. Ohne ihn und ohne die Leute, die damals die Verantwortung hatten, gehört irgendwie auch Hans Modrow, Gregor, in der ersten Phase dazu, bevor Lothar Ministerpräsident geworden ist. Ich bin Christ, das merkt man kaum, aber ich habe es zu meiner Mutter und meinen Eltern vermittelt bekommen. Ich bin dankbar. Das hat für mich eine gewisse Grundhaltung in meinem Leben gebracht. Denjenigen, die die Granaten hatten, die die Maschinengewehre hatten, die gut organisiert waren, die einfach wussten, wie man Macht erhält, dass die dieses Wissen nicht eingesetzt haben. Na, das ist, glaube ich, unbestritten, dass das ein großes Glück war. Ja, aber das ist nicht unbestritten. Ich möchte es nicht beschreiben. Es ist nicht unbestritten. Der Alterspräsident Stefan Heim hat in seiner Eröffnungsrede im Bundestag, und der ist ja nun wirklich verfolgt worden, gesagt, man muss immer sehen, dass die die Waffen hatten, sie nicht eingesetzt haben. Das darf man eben nicht unterschätzen von der Bedeutung her. Aber es ist so, wenn Sie mich fragen, ob die Einheit hergestellt ist. Sie ist in vielen Bereichen hergestellt. Die Menschen aus der DDR hatten die Erfahrung, dass sie zum Teil einen leichteren Zugang zu Bildung und Kultur und Kunst hatten. Es gab auch eine größere soziale Gerechtigkeit. Aber die taugte nicht besonders viel, weil es keine Freiheit und keine Demokratie gab. Jetzt haben sie Freiheit und Demokratie und relativ wenig soziale Gerechtigkeit. Und ich finde das auch gut, dass sie damit auch unzufrieden sind. Dass sie sozusagen jetzt auch wieder für Veränderungen streiten und kämpfen. In meiner Generation gibt es natürlich noch Unterschiede zwischen Ost und West. Einfach unterschiedliche Lebenserfahrungen, eine andere Herangehensweise an bestimmte Dinge. Aber ich habe ja auch eine Tochter, die 18 Jahre alt ist. Der habe ich versucht, die DDR zu erklären und bin damit gescheitert. Weil ich gemerkt, die dachte immer, ich rede über das Mittelalter und so. Da habe ich gesagt, nein, also es hat keinen Sinn. Wissen Sie, man kann sich das in Berlin, wenn man dort nach der Wende aufgewachsen ist, kann man sich die Mauer nicht wirklich vorstellen. Das ist lustig, weil ich habe einen Sohn, der ist 17 und der kann sich das ganz gut vorstellen. Ich glaube, es liegt daran, wie man es erklärt. Nee, das hätte ich jetzt niemals aber gewagt. Aber natürlich, es kann auch sein, dass Sie das besser können. Nein. Ich glaube, dass vielleicht, also die Geschichte, das wollte ich nämlich gerade mal fragen, wenn man sie so erlebt hat, wie zum Beispiel Herr Distel in Leipzig, also Familiengeschichte geht auch in die Richtung, Sie waren in Leipzig im Wendejahr oder vor allen Dingen auch im Herbst 89, in einer sehr bürgerlichen Gegend, wenn ich das richtig weiß, wo viele Tierärzte und Pfarrer und andere Ärzte waren. Wie war das denn, wenn man das erlebt hat, wie das langsam zu einer Bewegung wurde, wie die Leute langsam von dem, was sowieso schon in Kirchenkreisen gesprochen wurde, auf die Straße getragen wurden? Und ja, es wurde nicht geschossen von denen, die schon in Bereitschaft lagen, aber es waren auch ungeheuer viele geworden. Also es wäre klar gewesen, dass es ein Massaker hätte werden müssen. Ich kann Ihnen die Stimmung aus Leipzig, also für mich sind die Leipziger Abende, die Montagsdemonstrationen, die entscheidenden Abende gewesen, die entscheidenden Anlässe, die Veränderungen, die wir heute feiern, verursacht haben. Ich kann mich erinnern, dass ich damals 1988 im Sommer haben wir in der Thomaskirche in Leipzig einen politischen Gesprächskreis gegründet. Aus dem wurde dann irgendwann, heute müsste ich mich vielleicht entschuldigen, eine CSU-Schwesterpartei, die hieß DSU. Wir haben etwas gemacht, waren uns darüber im Klaren, es ist verfassungswidrig. Wir haben mit diesen Überlegungen gegen die Verfassung, war die aus 68, Gregor? Wir haben etwas unternommen, was sich gegen die Rechtsordnung gerichtet hat. Also wir hatten keine Angst, das war ein intellektueller Gesprächskreis und es ist dann die CSU-Schwesterpartei geworden und wir haben sehr, ich will mal sagen, mit bürgerlich-nationalen, nicht nationalistisch-nationalen Überlegungen versucht, die Vorteile der deutschen Einheit, die Schönheit der deutschen Einheit im Gespräch irgendwie zu erfassen.
Wenn ich ehrlich bin, über die rechtlichen Konsequenzen waren wir uns nicht im Klaren. Wir hatten nichts Umstürzlerisches im Auge. Wir wollten eine andere DDR, eine veränderte. Es war eine Zeit, in der ich sag mal, bewusst etwas gemacht habe, was ich gegen meine Erziehung, was ich gegen meine damaligen Erlebnisse gerichtet hat. Ich wollte anders leben. Ich wollte irgendwann, Gregor, das ist ein wesentliches Motiv von mir gewesen, so wie du, den freiheitlichsten Beruf dieser Welt ausüben, den eines Anwaltes. Das war mein Ziel. Ich habe mich 10-12 Jahre, Sie werden es nicht glauben, meine Damen und Herren, immer gute Noten gehabt. Ich hatte nur im Völkerrecht eine 2, Gregor, aber auch aus eigener Dämlichkeit. Das würde zu weit führen, wenn ich erzähle, warum ich in dieser Prüfung eine 2 bekommen habe. Aber die Genossen haben gesagt, in ihren Präsent 20 Anzügen, die Kaderentwicklung in der SED-Kreisleitung gemacht haben, Distel, deine Zeit kommt nicht. Und das hat mich dermaßen geärgert. Und ich war ja als Sportler, hatte ich ja eine riesenhafte Lebenserwartung vor mir. Das hat sich ja heute nicht geändert, gnädige Frau. Und mit dieser Lebenserwartung zu warten, bis das irgendwann mal kommt, dass ich reisen darf, Herr Flieder, das war für mich unerträglich. Und deswegen haben wir uns eingemischt, haben uns verändert und haben etwas gemacht, was uns heute gestattet, hier zusammen zu feiern und 25 Jahre zurückzublicken. Mhm. Ich selber muss sagen, ich habe in dieser Zeit sehr viele Christen, Intellektuelle kennengelernt. Viele von denen waren IMs, aber alle haben das Gleiche gewollt. Und dann habe ich über diese Frage auch nachgedacht, als ich plötzlich in der Rechtsnachfolge von Erich Mielke stand und Rechtsnachfolger dieses Geheimdienstminister war, und habe dort die Feststellung getroffen, dass der liebe Gott die Strolche doch sehr gleichmäßig verteilt hat. In Ost und West, bei denen die EMs waren und die keine EMs waren. Ich habe fantastische Freunde in der Zeit, in der Gregor und ich, in der wir uns kennengelernt haben, Gregor, die irgendeine Bindung zu diesem Ministerium hatten, die in irgendeiner Weise mit der SED verbunden waren. Und ich mir gesagt habe, im Reden und im Handeln sind das aufrichtige Leute. Und wenn man heute darüber nachdenkt und sieht, dass auch Dietrich Bonhoeffer IM des Sicherheitsdienstes von Heydrich war, kommt kein Mensch auf die Idee, dem etwas vorzuwerfen. Das war die Grundhaltung, mit der ich damals in die Politik gegangen bin. Die hat sich als richtig erwiesen und deswegen will ich einfach sagen, es ist schön, dass wir dem Humanismus, in dem wir in dieser neuen Gesellschaft leben, auch das Wort gegeben haben. Also das ist schon eine Errungenschaft auch. Es ist eine Errungenschaft und ich bin sehr froh, dass wir heute, meine Damen und Herren, die schönste Verfassung, die wichtigste Verfassung, nämlich unser Grundgesetz haben. Und ich ärgere mich bis zur Gallenkolik darüber, wenn Pappnasen in der Politik heute sagen, ja, eine europäische Armee wäre das Schönste. Wäre das wunderbar, Frau Leyen, alle Dummköpfe, der Juncker, alle sagen, eine gesamteuropäische Armee, vielleicht mit einem griechischen Oberbefehlshaber, das wäre das Beste, was wir uns... Und kein Mensch überlegt, wie geht das mit den verfassungsrechtlichen Grundsätzen unseres Landes in Einklang. Es geht nämlich überhaupt nicht. Ich bin unzufrieden. Du kannst ja mal einen Schluck Rotwein trinken. Ich habe mehr getrunken als du. Nutzen Sie den Moment. Wenn ich nur eine Merke mal. An sich ist ja wieder, ich finde die praktischen Probleme viel spannender. Wenn man sagt, eine europäische Armee statt der nationalen Streitkräfte, müssten natürlich überall die Verfassung geändert werden. Aber wer glaubt denn im Ernst, dass die Franzosen und die Briten ihre Atomwaffen nach Brüssel schicken? Das kann man einfach vergessen. Das wird auf gar keinen Fall stattfinden. Und die werden die auch nicht rausrücken, also weder das eine noch das andere. Aber wenn Sie mich nach der Einheit fragen, sage ich Ihnen, es gab eine Sache, die mich neben dem Beitritt aber wirklich geärgert hat, das war etwas anderes. Und zwar, dass die Bundesregierung sich geweigert hat, sich den Osten anzusehen. Das hat mich wirklich geärgert und ich will Ihnen das auch begründen. Vieles musste hier weg, die Zensur, die politische Ausgrenzung, überhaupt alle diktatorischen Strukturen, das Fehlen an Freiheit, an Demokratie und so weiter und so weiter. Aber das heißt doch nicht, dass es nicht auch Dinge gab, die die Leute sich erarbeitet hatten, die es sich gelohnt hätte, in ganz Deutschland einzuführen.
Ich sag mal das flächendeckende Netz an Kindertagesstätten. Ich sag mal die Betreuung in Schulen auch an den Nachmittagen. Ich sag mal die Polikliniken. Ich sag mal die Berufsausbildung mit Abitur. Ich sag mal sowas Kleines, wie es gab hervorragende belletristische und Sachbücher, hervorragende Theater- und Opernaufführungen, alles auch zu erschwinglichen Preisen. Es gab jeden Monat ein Poesiealbum für 90 Pfennig. Da waren die schönsten Gesichter drin. Und es gab eine Romanzeitung, jeden Monat eine für 80 Pfennig. Und da waren alle Romane drin, von Dostojewski bis. Das Ziel war natürlich, dass jeder Zugang dazu hatte. Es ist mir auch egal, was. Ich hätte mir so gewünscht, dass man 10 Sachen zum 3. Oktober 1990 in ganz Deutschland einführt. Und zwar aus 2 Gründen. Erstens, es hätte das Selbstbewusstsein der Ostdeutschen gehoben. Die hätten sich gesagt, es gab viel Mist, aber ein paar Sachen haben wir gemacht, die sind vernünftig, die übernimmt jetzt die Bundesrepublik. Und zum Zweiten, die Menschen im Westen hätten mit der Vereinigung erlebt, dass sie in 10 Punkten eine Steigerung ihrer Lebensqualität erreichen, weil der Osten hinzugekommen ist. Ein solches Erlebnis hatte kein einziger Mensch im Westen. Und deshalb sage ich Ihnen offen, wenn ich in Passau aufgewachsen wäre, hätte ich am 3. Oktober 1990 ein Glas Sekt getrunken, hätte mich gefreut, danach merke ich, mit mir geht es sozial bergab, dann stelle ich fest, der Osten ist ein Fass ohne Boden, da steckst du immer Geld rein, aber es kommt keins raus, dann nörgeln die Ostdeutschen rum und wählen komisch. So wäre meine Einschätzung. Und damit muss ich im Westen umgehen, weil sie kein positives Vereinigungserlebnis hatten. Das war der Fehler. Das war der Fehler. Also, ich will den Westen geringfügig in Schutz nehmen. Ich nehme den in Schutz. Gregor, ich habe ihn gerade verteidigt. Ich habe gesagt, so würde ich denken. Gregor, wenn ich dort diese Haltung. Du sagst gerade, ich habe ihn angegriffen. Nein, Gregor, ich habe ihn nicht angegriffen. Gregor, wir hätten. Gregor, also wir machen das ab jetzt mit einem Mikrofon. Gregor, der Westen hätte viel mehr übernommen, wenn nicht die Renegaten in unseren Reihen erklärt hätten, wie schlimm es uns gegangen ist, dass wir nur Gitter vor den Augen gehabt haben, dass die Frauen vergesellschaftet waren, dass wir in der schlimmsten Gesellschaft leben und dass diese Diktatur, das ist das Perfide, knapp neben dem Dritten Reich angesiedelt ist. Das waren unsere eigenen Leute, Gregor. Du glaubst nicht, was die Kameraden, meine Damen und Herren, was meine Freunde, die in der Gerhard-Göttingschen CDU waren, was die in Bonn erzählt haben. Ich sage, in welchem Land habt ihr denn gelebt? Ich war parteilos, ich war nicht in der FDJ, nicht in den Pionieren. Ich fand das aber irgendwie lebenswert. Aber Peter, weil ich Michael mich durch... Kohl wusste es besser, glaub es mir. Also, Gregor, Kohl hat, wenn du wüsstest, wie sympathisch er über dich gesprochen hat, dann würdest du... Das meine ich gar nicht. Ich meine, Kohl wusste es besser. Und Gregor immerhin Kohl, sein Minister Schäuble, damals Innenminister, hat immerhin nach einem Jahr zu mir gesagt, ich wollte nur sagen, dass Herr Kohl und ich wissen, dass wir vor allen Dingen Herrn Modo und auch Ihnen verdanken, dass kein Schuss in der DDR gefallen ist. Da habe ich gesagt, wenn ich rauskomme, darf ich den Journalisten sagen, was Sie mir gerade gesagt haben, hat er gesagt, auf keinen Fall. Später das mehr. Warum fragst du ihn denn, Gregor? Erzählt. Gregor, warum gerade sagen, nicht war das jetzt ein Hervorwagen? Ja, weil oder ich anständig bin, deshalb frage ich ihn. Könnte das Ganze, was Sie gerade aufgezählt haben, diese wunderbaren Dinge, die man hätte aus dem Osten, aus dem Sozialleben und aus dem Zusammenleben und auch genau, wie Sie sagen, aus der Kultur hätte mitnehmen können zum 3. Oktober, könnte es daran gelegen haben, dass auch der Westen sich noch nie mit jemandem vorher vereinigt hatte und dass möglicherweise einfach keine Erfahrung da war, um zu sagen, wie man das so macht, dass das möglichst vielen Menschen in diesem neuen gemeinsamen Land gerecht wird? Das könnte daran liegen, wenn ich den Verantwortlichen es nicht gesagt hätte. Da ich ihnen aber gesagt hätte, dass ich großen Wert darauf lege, dass man was übernimmt, mir war auch ein bisschen egal was, ich habe ihnen so ein paar Beispiele genannt und sie es nicht wollten, glaube ich, dass es Absicht war. Ich gebe ein Beispiel, wo ich es ihnen belegen kann. Es gab ja im Strafrecht logischerweise Unterschiede, die meisten Bestimmungen waren im Westen besser und so weiter, aber es gab folgenden Unterschied. Ein erwachsener Mann, der sexuelle Kontakte zu einem jugendlichen Mann hatte, machte sich in der Bundesrepublik Deutschland zu dieser Zeit immer strafbar. In der DDR machte er sich nur dann strafbar, wenn sich auch ein Heterosexueller strafbar machte, also Umgang Mann-Mädchen oder Frau-Jugendlicher. Und das war nur dann strafbar bei Abhängigkeitsverhältnis, also Lehrer, Trainer, 16-jährige Mädchen, Trainer und so weiter. Und natürlich, wenn es nicht freiwillig war, aber dann ist es ja auch unter Erwachsenen strafbar. Also nur in diesen Fällen war es strafbar und dann war es auch für Homosexuelle strafbar, sonst nicht. Was ist passiert? Das ist ja wirklich interessant. Natürlich wusste auch die Bundesregierung, die Entwicklung geht in dieser Richtung.
Aber es wurde gesagt, wir können DDR-Recht nicht übernehmen. Und da hat die DDR-Delegation, das muss ich ihr mal lassen, gesagt, wir können den Schwulen nicht sagen, es war in der DDR früher verboten, jetzt haben wir es 3 Jahre lang erlaubt, ab morgen ist es wieder kriminell. Das geht einfach nicht. Und wie sah die Lösung aus? Soll ich Ihnen sagen? Mhm. Wir hatten 3 Jahre unterschiedliches Strafrecht. Es war in Frankfurt oder erlaubt und in Frankfurt am Main verboten. Das kriegst du zwischen den beiden Frankfurts nicht mit, aber in Berlin war es vielleicht idiotisch, weil es in Friedrichshain erlaubt war und in Kreuzberg kriminell. Und da gab es den Spruch der Schwulen aus West-Berlin, lass uns in den Osten fahren, da ist es erlaubt. Und 3 Jahre, verstehen Sie? Nur, Sie wussten, dass die Entwicklung in die Richtung geht, weil Sie gesagt haben, wir können DDR-Recht auch an dieser Stelle nicht übernehmen. Warum nicht? Aber wenn Gregor, ich so siege, wir hatten ja auch geringfügig so andere Sorgen. Lass mich das mal zu Ende sagen. Wenn ich so erfolgreich bin, wirklich, warum kann ich denn da nicht sagen, in einigen Punkten, gut, da waren die mal weiter, da übernehmen wir die Punkte. Diese Art von Großzügigkeit, die hat mir wirklich gefehlt. Und ich glaube, wenn ich je siegen würde, dass ich die hätte. Ich finde Sie relativ häufig auf der Siegerstraße, scheint mir. Möchten Sie was dazu sagen? Also erstmal haben wir andere Sorgen gehabt. Das ist natürlich... das sind die Sorgen einer gewissen Randgruppe, die damals nicht so regelungsbedürftig waren, wie Gregor das darstellt. Aber ich glaube schon, dass die Unterschiedlichkeit dieser beiden Rechts- und Moralordnungen so groß war, dass die Leistung, die wir 1990, die gebracht wurden, die auch seine Leute mitgebracht haben, diese beiden unterschiedlichen Rechts- und Moralordnungen anzugleichen und dann am 3.10.1990, als Ihre Zeitung ein halbes Jahr alt war, nee, Ihre nicht. Nee, weil meine. Sie, meine. Sie sind ist meine. Er ist die Honorarkraft. Ich bin unabhängige Journalistin. Ja. Er ist unabhängiger Kabarettist und Sie sind unabhängige Journalistin. Ich bin unabhängige Journalistin und er ist unabhängiger. Dass man diese unterschiedlichen Dinge angepasst hat, Gregor, und dass dann doch eine relativ einheitliche Rechtsordnung gekommen ist. Was uns beide mit Argwohn und mit Unzufriedenheit und mich persönlich auch langsam mit Hass begleitet, ist, dass viele Leute die Situation genutzt haben, um Rache zu nehmen. Ganz simple Rache, Ost gegen West. Ihr habt immer in dem Sport gewonnen, eure Diplomaten waren besser als unsere, eure Geheimdienste waren besser als unsere. Dieses ganz simple... Ist das ein Gefühl oder ist das verbrieft? Also wenn Sie sagen, also wenn Rache, Sie sich erinnern können, wie oft die Hymne gespielt wurde, welche Hymne bei Olympiaden, Weltmeisterschaften. Keine Frage, das meinte ich jetzt. Die Stupidität der Auferstandenen aus Ruinen liegt ja auf der Hand. Nein, es sind einfach schlechte, wir hatten 2, 3 Gebiete, da waren wir besser. Die wurden, der Leistungssport zum Beispiel, es gab schon einige Dinge. Mhm. Und Gregor, es ist doch viel übernommen worden. Guck dir heute mal die Klinikstruktur in Deutschland an. Ja. Natürlich hat man die Polikliniken erstmal alle abgeschafft, hat alles neu gemacht und jetzt kommen wir ganz langsam wieder dorthin, wo wir gewesen sind. Ja, pass auf, das ist doch der Punkt. Nein, entschuldige, Peter Michael, das ist doch der Punkt. Wenn man es am 3. Oktober 1990 eingeführt hätte, sowas Ähnliches wie die Polikliniken, dann hätten alle gewusst, es kommt aus dem Osten. Jetzt hat es doch nichts mehr mit uns zu tun. Jetzt ist es einfach eine allgemeine Entwicklung. Dagegen ist ja nichts zu sagen. Ich bin gar nicht Biedenkopf so sicher. Hat mal schlau gesagt, das, was etwas taugte, wirkt wie Hefe nach. Das stimmt. Er hatte allerdings einen komischen Satz gesagt. Er hat zu mir gesagt, was die Arbeit der Frauen betrifft, da müssen wir hier mal eine normale Struktur hinbekommen. Da sage ich, was meinen Sie denn damit? Naja, das geht ja nicht, dass so viele Frauen tätig sind. Also da war er noch ein bisschen aus dem vorigen Jahrhundert. Falsch, ja, ich bin der Meinung, dass wir Bedingungen brauchen, dass Frauen und Männer wirklich völlig gleichberechtigt erwerbstätig sein können. Dazu braucht man ein flächendeckendes Netz an Kindertagesstätten und vieles andere mehr. Das sind jetzt heute die Probleme. Und insofern, wissen Sie, jetzt kämpfe ich doch um eine Veränderung der Bundesrepublik. Es geht mir gar nicht mehr so um das Bild der DDR. Das ist jetzt ja über 25 Jahre her. Ich schildere das nur, weil ich finde, dass man daraus lernen muss, wenn man als Stärkerer gewinnt und eine Vereinigung herbeiführt, wie verhält man sich da? Und da soll man vieles natürlich, muss man dann auch von meinetwegen sogar dominieren, aber man muss immer auch die Großzügigkeit haben zu sagen, was haben die besser gemacht, was übernehme ich und das kostet nichts, ganz im Gegenteil, man wirkt ganz anders. Aber ich sage Ihnen trotzdem, ich meine, ich bin ja auch eine Zumutung für die Bundesrepublik und ich finde, das hat sie aber auch sie verdient. Aber Sie sind es doch gerne, oder? Ja, ich bin gerne eine Zumutung, das stimmt. Das würde ich auch. Und, bist du?
Aber ich habe jetzt, noch mal eine Frage. Als diese letzten Volkskammerwahlen am 18. März 1990 stattfanden und Sie gingen in die Regierung, Sie waren Parteivorsitzender, wussten Sie da, dass dieses Land nur noch 174 Tage existieren würde? Nein, natürlich nicht. Wir sind für 4 Jahre gewählt worden. Und sind Sie wirklich davon ausgegangen, dass das 4 Jahre werden? Also wir haben in der Phase der Regierungsbildung, Gregor, mit 2 Jahren gerechnet. Lothar hatte sich auf 2 bis 3 Jahre eingerichtet. Wir sind ja aus unseren Berufen rausgegangen. Sie sehen, eine Regierung irrt sich immer. Ja, also die Wahlperiode waren 4 Jahre. 4 Jahre war eigentlich offiziell vorgesehen. Wir wollten das aber eher machen. Wir wollten einfach so intensiv arbeiten, dass wir uns selber abschaffen. Das war auch das war die Devise von de Maizière. Dass es in einem halben Jahr ging, das hat natürlich auch konkrete Ursachen. Nämlich, wenn man die Währungsunion abgibt, wenn man die Währungshoheit abgibt, dann gibt man sich auf. Und dann muss ich auch sagen, in der Zeit, in der ich politische Verantwortung hatte, sind ca. 150.000 in der Regel junge Menschen, sehr viele aus Frankfurt an der Oder, aus Berlin, Rostock und so weiter, in den Westen gezogen. Wenn die D-Mark nicht kommt, dann gehen wir. Und das hätte kein System ausgehalten. Also ich glaube schon, dieser Prozess war alternativlos schnell, alternativlos schön. Und im Nachhinein, wissen Sie, ich bin Jäger. Da sagt man immer, hätte der Hund nicht geschissen, hätte er einen Hasen gekriegt. Sind eben alle klüger. Aber Gregor hat das schon gesagt. Keiner hatte eine Konzeption. Weder im Westen war irgendwas. Wir hatten auch das erste Mal eine Einheit gemacht. Wir dachten auch, es wird alles. Die Fehler sind ja nicht im Einigungsprozess gemacht worden, Gregor. Die Fehler sind gemacht worden nach der einheitlich-demokratischen Rechtsordnung, nach dem 3.10.1990, als man dann zum Beispiel, meine Damen und Herren, da werden wir nie einen Schönheitspreis für kriegen, DDR-Funktionäre vor Gericht gestellt haben mit abstrusen juristischen, strafrechtstheoretischen Konstruktionen. In 20 Jahren, jetzt sind wir 25 Jahre danach, vielleicht in 45 oder 50 Jahren, werden die ordentlichen Juristen sagen, das war unappetitlich, aber vielleicht politisch notwendig. Ich glaube, es war nicht notwendig. Es war nicht notwendig, einen Mann wie Egon Krenz, meine Damen und Herren, der Macht hatte, der hatte die Macht über alle Bewaffneten in dem Bereich, den ich mal geführt habe. Und er hat die Macht nicht genutzt. Und deswegen bin ich ihm dankbar. Verstehen Sie? Nicht, weil er der Generalsekretär des ZK der SED ist, sondern weil in dieser Phase, in der Gregor in seinem Bereich Verantwortung hatte und ich und mein Freund de Maizière in dieser Phase haben diese Leute nicht ihre Macht genutzt, die sie zweifelsfrei hatten. Und wenn man dann nicht dankbar ist, wofür soll man dann sonst dankbar sein? Naja, ich denke, das kann ja. Wolfgang, darf ich noch mal ganz kurz zum 18. März kommen? Mhm. Das gibt 2 Zahlen, die da ziemlich beeindruckend sind. Die eine ist 93,4. Das ist die Wahlbeteiligung am 18. März. Das zeigt also, dass im Vergleich zu heute das Bewusstsein dafür, dass Demokratie nur dadurch existieren kann, dass man sich beteiligt, ein ganz anderes war. Also wir wissen von Landratswahlen in Brandenburg jetzt, wo man über den Landrat entscheiden kann und wo nicht 25% hingehen. Und die andere Zahl ist 40,8, denn die Regierung, die dann verhandeln durfte, die war ja nicht vom Himmel gefallen, die war ja gewählt worden am 18. März. Das ist alles wahr. Oder? Die Wahlbeteiligung war erstaunlich hoch und das lag daran, dass die Bevölkerung aufgeregt, politisch interessiert, politisch sensibel war. Es waren ja die ersten freien und demokratischen Wahlen in der DDR. Und da wollten natürlich möglichst alle daran teilnehmen. Alle hatten auch eine Meinung und wollten, dass etwas verschwindet oder dass etwas entsteht. Oder hatten wieder Angst davor, dass etwas verschwindet, etc. Ich glaube, es gab kein einziges unbeschädigtes Wahlplakat. Das zeigt schon die ganze Spannung. Und ich habe etwas erlebt, das ich dann noch eine Weile lang erlebt habe, heute natürlich nicht mehr. Entweder erlebte ich tiefe Zuneigung oder tiefe Ablehnung. Es gab nichts dazwischen. Mhm. Ich habe da einmal den Satz gesagt, ich würde mal gerne jemanden langweilen. Also einfach mal so langweilen. Das gab es nicht. Es gab wirklich nur tiefe Ablehnung oder tiefe Zuneigung. Und ich habe festgestellt, beides ist anstrengend. Mhm. Und zwar, Ablehnung ist immer anstrengend, weil du dich ja dagegen wehren musst. Aber so eine tiefe Zuneigung ist auch anstrengend, weil die Leute Hoffnung in dich setzen, die du ja gar nicht erfüllen kannst. Mhm. Selbst wenn du es noch so sehr willst. Das ist mir wirklich in Erinnerung geblieben aus dem Wahlkampf, das muss ich schon sagen. Und erstaunlich, was man so leisten kann in einer solchen Zeit. Also die Terminfülle und alles. Aber natürlich waren wir alle verunsichert. Wissen Sie,
Die Volkskammer war natürlich, wurde immer gesagt, ein Laienhaus. Ja, es gab lauter Laienspieler. Es gab kaum Berufspolitiker oder eigentlich gar keine. Trotzdem hat Lothar dem sehr eine hervorragende Regierungserklärung abgegeben. Das muss ich schon mal sagen. Und das war auch alles mit Spannung und Streit versehen. Aber alle kamen ja irgendwie aus der DDR. Und der Witz war, da gab es lauter Sachen, die heute unvorstellbar sind in der Volkskammer. Die FDP kam mit ihren Anträgen zu mir, damit ich die juristisch überarbeite. Also es stand immer das Gegenteil von dem drin, was ich wollte. Aber sie sagten mir, aber bringen Sie das mal juristisch in die richtige Form. Ich meine, es wäre heute völlig undenkbar im Bundestag. Ja? Und so, also das, es gab schon so eine andere Form, muss ich sagen. Das war mir wichtig. Und einmal bekam ich tosenden Applaus der CDU. Nur einmal. Das heißt, nur zweimal in meinem Leben. Und zwar einmal, als ich nach dem Beitritt der DDR zum Geltungsbereich des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland eine kurze persönliche Erklärung abgab, nachts um zwei oder weiß ich wann das war, und da sagte ich, Sie haben soeben nicht mehr und nicht weniger beschlossen als den Untergang der Deutschen Demokratischen Republik, weiter kam ich nicht. Ovationen der CDU. Also musste ich 5 Minuten warten, bis ich weitersprechen konnte. Und vor einem Jahr im Bundestag haben Sie, weiß gar nicht aus welchem Anlass, ist auch egal, hatten wir eine Feierstunde und da wurde alles Mögliche eingespielt. Und plötzlich kam dieser Satz von mir, Sie haben soeben nicht mehr und ich bin ja bestimmt, wieder klatschte die CDU-CSU-Fraktion. Zweimal habe ich von denen Beifall bekommen. Aber Gregor, ja. Gregor. Ich wollte noch ein bisschen was anderes sagen, das habe ich dann auch hinterher gesagt. Aber es war schon, aber Absicht war auch zu sagen, nicht mehr und nicht weniger. Das war mir auch wichtig, beides. Und aber Gregor, du lachst jetzt darüber. Ja, jetzt aber du hattest Tränen im Auge. Ich weiß genau. Na, damals noch nicht, erst danach. Ich weiß genau, dass du schwach geworden bist an dem Abend. Aber meine Frage bezog sich nur, das kurz zur Ergänzung, natürlich auch darauf, dass die Menschen in der Zeit, Sie haben gesagt, sie waren politisch aufgeladen. Natürlich waren viele aufgeregt, das sehe ich auch alles genauso. Nur, sie haben natürlich demokratisch gewählt. Und sie haben die Politiker gewählt, von denen sie wollten, dass sie über ihr Wohl und Wehe jetzt entscheiden. Richtig. Und von daher finde ich es ein bisschen schwierig, diesen Satz so zu sagen, der Westen ist über uns gekommen und hat es so gemacht, wie er das machen wollte. Nein, das sagt ja auch keiner. Ach, aber man muss einfach akzeptieren, wir sind in ein Haus eingetreten und wir sind eine Minderheit. Wir sind ein Drittel und die sind zwei Drittel. Welches Drittel? Also mussten wir die Hausordnung, berücksichtigen. Wir mussten die Hausordnung berücksichtigen, mussten uns die Schuhe abtreten. In manchen Bereichen die Schuhe ausziehen kenne ich aber hier, von hier. Ja, ausziehen, nicht aber abtreten, ordentlich abtreten. Ja, das. Nein, das meine ich doch nicht. Das ist so eine Vereinigung, ist ja auch ein besonderer Vorgang. Auch wirtschaftlich hätte man das eine oder andere machen können. Hinterher ist man immer klüger, das ist ja auch so. Das stimmt schon. Es gab auch keine Erfahrung, das stimmt auch. Aber ein paar Sachen waren absichtsvoll und ich sage im Unterschied zu ihm, nein, auch im Vereinigungsprozess sind Fehler begangen worden. Aber das ist ja nicht so tragisch, die Zeit ist ja jetzt vorbei und jetzt müssen wir sehen, was aus der Bundesrepublik wird. Sehen Sie, wenn ich es im Großen mache, aber das ist jetzt zu ernst, wir hatten natürlich vorher eine funktionierende Weltordnung, die uns nicht gefallen musste. Sowjetunion mit ihrer Einflusssphäre, USA mit ihrer Einflusssphäre und die Blockfreien. Man musste nur aufpassen, dass die Einflusssphären Sowjetunion und USA sich nicht begegnen. Das wäre einmal fast bei der Kuba-Krise passiert. Das hätte den Dritten Weltkrieg auslösen können. Sonst haben sie darauf geachtet, dass das nicht passierte. Und jetzt haben wir gar keine Weltordnung mehr. Es funktioniert nicht. Wir haben keine funktionierende Weltpolitik, aber eine funktionierende Weltfinanzwirtschaft. Deshalb ist sie viel mächtiger als die Politik. Das löst Unbehagen aus bei den Leuten, weil keiner weiß, was passiert. Kriege werden täglich selbstverständlicher. Staaten hören auf, als Staaten zu funktionieren. Somalia, Libyen, Irak, Syrien, können wir alles durchgehen. Mit allen verhängnisvollen Sachen. Mhm. Wissen Sie, ich habe eins festgestellt, was der Kapitalismus kann und was er nicht kann. Er kann eine höchst effiziente Wirtschaft hervorbringen. Er kann Top-Leistungen in Wissenschaft und Forschung hervorbringen. Er kann übrigens auch Top-Leistungen in Kunst und Kultur hervorbringen, die meistens sich kritisch mit ihm auseinandersetzen, aber er bringt sie hervor. Und er kann, er muss nicht, aber er kann demokratisch strukturiert sein. Was er nicht kann, ist, er kann keine soziale Gerechtigkeit herstellen, er kann keinen Frieden herstellen, es wird an Krieg zu viel verdient. Er ist nicht in der Lage, die ökologische Nachhaltigkeit zu sichern, also zum Beispiel die Klimakatastrophe zu verhindern. Und noch ein paar andere Dinge. Und deshalb versuche ich immer zu erklären, das, was der Kapitalismus kann, das muss erhalten werden. Und das, was er nicht kann,
Das muss überwunden werden. Und es ist falsch, wenn man auch das überwindet, was er kann, aber es ist auch falsch, wenn man nicht das überwinden will, was er nicht kann. Das ist eigentlich mein Ganz Geschäft. Einfach. Aber ich sage Ihnen, es ist so schwer, das zu erklären, weil die einen wollen alles erhalten und die anderen wollen alles vernichten. Und da den richtigen Weg zu finden, ist gar nicht so einfach. Hm? Also Roger Willemsen, der schrieb mal in seinem Buch vom Bundestag. Ne? Er hat mich sehr beschimpft, als ich zu ihm Roger Willemsen gesagt Roger. Habe. Roger, ja stimmt, Roger. Ja, ein Glück, dass er nicht hier ist. Roger, Entschuldigung, ja. Also der sagt ja, der einzige Redner, dem man im Bundestag wirklich zuhören kann, ist Gysi, weil den versteht man. Und darf ich Ihnen dafür ein Beispiel nennen? Ich nenne das ja Übersetzen. Als Anwalt, das wird er bestätigen können, hast du zum Teil sogar debile Mandanten. Du musst wirklich übersetzen können. Das heißt, du musst denen erklären, worum es eigentlich geht. Und jetzt nenne ich Ihnen mein Lieblingsbeispiel aus dem Bundestag, unter der Regierung Schröder. Es ging, ich sage es einmal nicht übersetzt, ganz kurz und dann übersetzt. Also es ging um eine Veräußerungserlösgewinnsteuer, die Kapitalgesellschaften unter Kohl in voller Höhe zu bezahlen hatten, Inhaberunternehmen nur zur Hälfte. Und das wurde geändert, die Kapitalgesellschaften wurden von der Steuer befreit, Inhaberunternehmen mussten sie voll bezahlen. Dann gehe ich nach vorne und sage, also noch mal langsam, damit einer wie ich das auch versteht. Wichtig, Selbstironie. Und dann sage ich, also unter Kohl war es so, dass die Deutsche Bank, wenn sie einen Kaufpreis bekam, darauf eine volle Steuer bezahlen musste und der Bäckermeister, wenn er einen Kaufpreis bekam, darauf eine halbe Steuer bezahlen musste. Und heute erleben wir eine sozialökologische Reform und die besteht darin, dass die Deutsche Bank nichts mehr zu bezahlen braucht und der Bäckermeister doppelte bezahlen muss. Sehen Sie, das versteht jede und jeder. Und wissen Sie, was anschließend passierte? Das war das eigentlich Spannende. 20 SPD-Bundestagsabgeordnete rannten nach vorne zu Struck und fragten, ob das stimmt. Ja, ob es das ist, was Sie in einer halben Stunde entscheiden. Das war's. Und deshalb gebe ich mir Mühe zu übersetzen. Aha, jetzt habe ich mal noch eine Frage. Also 1989, als ja, die Wende so eingeleitet wurde, also Sie haben ja auch am 4. Oktober auf dem November. Alexander, November, Entschuldigung, ja. 4. November auf dem Alexanderplatz gesprochen, da waren Sie ja noch kein Politiker. Nee. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, Politiker zu werden? Ja, das kann ich Ihnen sagen. Ich war, also die Schauspielerin Johanna Schall und Spierer? Schmidt. Spierer? Nee. Die Schauspielerin Schmidt. Walfriede Schmidt, dankeschön. Walfriede Schmidt und Johanna Schall kamen zu mir ins Rechtsanwaltsbüro und sagten, wir machen eine Veranstaltung im Deutschen Theater und da brauchen wir einen, der auch mal juristische Fragen beantwortet. Sind Sie bereit, da hinzukommen? Habe ich gesagt, ja, gut, ja. Ich dachte, da sitzen 10 Leute, ich sitze da irgendwo am Rand und wenn mal eine juristische Frage kommt, beantworte ich die. Plötzlich stand ich alleine auf der Bühne und sollte zu allem Stellung nehmen. Und dann habe ich da zu allem Stellung genommen, das wurde mitgeschnitten und übrigens in Kabaretts dann abgespielt. Interessanterweise hinterher, aber es ist auch egal. Und zum Schluss habe ich gesagt, eins muss ich natürlich mal sagen. Also alle diese Demos in Berlin, also vor allen Dingen in Leipzig und so weiter, sind natürlich formalrechtlich illegal. Was ich nicht verstehe, ist, warum man nicht mal eine legale Kundgebung versucht. Man kann es doch wenigstens mal versuchen. Vielleicht kriegt man die ja genehmigt. Bloß so gesagt. Dann bin ich wieder gegangen. Dann kamen die beiden wieder zu mir und sagen, jetzt haben sie uns einen Floh ins Ohr gesetzt. Wie beantragt man denn sowas? Und dann haben wir beim Präsidium der Volkspolizei in Berlin wirklich diese Kundgebung beantragt. Und zu unserem Erstaunen wurde sie schneller genehmigt, als das eigentlich die gesetzliche Frist vorsah. Und dann riefen sie mich an und sagen, da die Idee von Ihnen kam, dürfen Sie nach den Schauspielern als Erster sprechen. So ist es gekommen. Und dann war ich voll drin in dem Kasten. Und dann plötzlich waren Sie Politiker. Na, und vor allen Dingen, das wollte ich dann auch. Wissen Sie, das war auch spannend. Ich habe ja das Neue Forum vertreten, die ja noch als partei- und verfassungs- und staatsfeindlich galten. Habe ich eine Beschwerde eingelegt und dann wurden sie zugelassen. Und da kam die Leitung des Neuen Forums zu mir und fragte mich, ob ich dort hingehen will, mitmachen will und ein bisschen die Führung übernehmen will. Ich gesagt, nein. Dann haben sie gesagt, warum nicht? Habe ich gesagt, weil ich zwar weiß, wogegen ihr seid, das finde ich auch in Ordnung, aber ich weiß nicht, wofür ihr seid. Dann haben sie zu mir gesagt, na, aber wenn Sie zu uns kommen, können Sie doch ein bisschen mitentscheiden, wofür wir sind. Und da habe ich gesagt, wisst ihr, euch passiert nichts mehr.
ihr seid ja zugelassen, glaubt es mir, die Gefahr bei euch ist vorüber. Jetzt glaube ich, dass dem Verein, den ich seit 67 angehöre, möglicherweise nicht nur Gerechtigkeit zuteil werden wird. Jetzt will ich mich um diesen Verein kümmern. Und dann wurde ich ja, wie Sie gesagt haben, Vorsitzender von drei Parteien. Und nach einem Jahr, mein Freund Michael Schumann, leider durch einen Unfall tödlich verunglückt aus Brandenburg, der hat nach einem Jahr zu mir den schönen Satz gesagt: Du weißt, dass du dich nicht benimmst wie der Vorsitzende der Partei. Was? Sag ich, was soll denn das? Natürlich. Nee, sagte, du benimmst dich wie ihr Anwalt. Da ist was dran. Da ist was. Und das war's. Verstehen Sie, die brauchten mich nicht mehr. Und das hat mich dann dorthin getrieben. Und dann gab es noch einen schönen Vertrag. Berghofer fragte mich, ob ich bereit bin, Parteivorsitzender zu werden. Habe ich gesagt, nur unter einer Bedingung, dass du Stellvertreter wirst. Leider habe ich versäumt, mit ihm eine Frist zu vereinbaren. Deshalb war das nur 6 Wochen und dann war er weg. Ja. Ich weiß nicht genau, wir könnten hier wahrscheinlich noch Stunden sitzen, ne? Aber ja, die Zeit schreitet fort. Aber jetzt müssen wir mal noch weiter zurück. Noch weiter zurück, ganz an die Anfänge. Ja. Ja. Wo waren die denn? Wie kommt es, dass der so, also Sie kommen ja aus einem Bauernhof. Oder Ihr Vater war doch Großbauer. Was warst du denn in dem Bauernhof? Also Großbauer, nicht Großgrundbesitzer. Ich bin Bauer. Ja. Und aber Ihr Vater war doch Kulturminister. Ja, unter anderem. Und wie wird der Sohn eines Kulturministers oder warum Melker bzw. Rinderzüchter? Ich bin Facharbeiter für Rinderzucht, bitte nicht unterschätzen. Ja. Ein bisschen mehr dazu. Ne? Sie wollen das wirklich wissen? Also passen Sie auf, es gab in der DDR eine vernünftige und eine schwachsinnige Regelung. Ich bin Opfer der Schwachsinnigen, aber jetzt nicht mehr unglücklich darüber. Die vernünftige Regelung war die Berufsausbildung mit Abitur. Ja. Das waren Leute, die hatten so ein gutes Zeugnis 10. Klasse und machten dann eine 3-jährige Berufsausbildung mit Abitur. Wenn sie Chemie studieren wollten, haben sie natürlich Chemiefacharbeiter genannt. Und so. Das war vernünftig. Ich glaube, das hat auch Peter Michael Diesel gemacht. Sehr vernünftig. Nein, natürlich nicht Chemie. Wir wussten ja beide, wovon wir was verstehen und wovon nicht. Aber abgesehen davon, bei mir war es was anderes. Er meint das weibliche Milchdrüsengewebe, meine Damen. Dass Frau Honecker plötzlich merkte, dass die Abiturienten zu wenig mit der Arbeiterklasse verbunden sind. Und daraufhin entschied sie, dass wir als, sozusagen heute würde man sagen, als Besucher des Gymnasiums, also damals der erweiterten Oberschule, verpflichtet werden, zusätzlich einen Beruf zu erlernen. Und bei meiner Schwester, die sich immer freut, wenn ich sie vorstelle als meine ältere Schwester, das sind nur 1,5 Jahre, die war eine Klasse vor mir und da wurden alle Chemiefacharbeiterinnen und Chemiefacharbeiter, die ganze Klasse. Und wir hatten 20 Berufe zur Auswahl. Und jeder, der in der DDR gelebt hat, versteht sofort, weshalb ich mir folgenden Beruf aussuchte: Ich wollte Kraftfahrzeugschlosser werden. Klar. Wenn ich mal ein Auto gehabt hätte, wenn ich es hätte selbst reparieren können, einen Vorlauf sondergleichen, ne? Also habe ich mich dafür entschieden. Da gab es auch Koch und alles Mögliche. Und dann bestellte mich eines Tages der Direktor der Schule und sagte: Gregor, es ist mir sehr unangenehm, aber ich muss dir sagen, du kannst leider nicht Kraftfahrzeugschlosser werden. Sag ich, warum nicht? Sagt er, ja, weil das ein LKW-Werk ist und aus Gründen des Gesundheits- und Arbeitsschutzes muss ein Auszubildender mindestens 16 Jahre alt sein und du bist erst 14. Na gut, sag ich, dann nehme ich Koch. Koch war auch dabei, weil ich dachte, wenn man kochen kann, hat ja auch einen Vorteil. Und da sagt er, naja, so geht das nicht mehr, der Koch ist jetzt vergeben. Na gut, sag ich, dann mache ich eben nichts. Nein, sagt er, das geht auch nicht. Und dann fragt er mich, als Berliner Jungen, interessierst du dich für Tiere? Ich dachte natürlich an Hund und Katze. Auf was anderes kommt man ja nicht als Berliner. Ja, naja, sagt er, sehr gut, wir haben sowieso bloß noch den Facharbeiter für Rinderzucht. So war's. Und so wurde ich das. Und dann habe ich den Beruf erlernt, den Facharbeiter gemacht und nie gearbeitet, außer beim Kartoffeleinsatz als Student im ersten Studienjahr. Da habe ich einen Tag Kartoffeln gesammelt nach der Vollerntemaschine. Wissen Sie, wie anstrengend das ist, da immer zu hocken und die Dinger, und dann bekamst du 20 Pfennig für eine Kiepe. Wir waren auch im Kartoffeleinsatz. Ja. Ja. Glaub, immer alle. In den Herbstferien. Ja. Ja. Verstehen Sie? Und Ecke, das war sehr anstrengend. Und dann erfuhr der LPG-Vorsitzende, dass ich Facharbeiter für Rinderzucht bin. Und dann sagt er, dann wirst du selbstverständlich im Stall eingesetzt. Und dann wurde ich im Stall eingesetzt. Und dann durfte ich die Kühe auf die Weide bringen. Nun gab es in Berlin keine Weide. Ich wusste gar nicht, wie ich die da hinkriege.
Dann war ich der Einzige, der einen RS-09-Schein hatte, einen Geräteträger. Die anderen konnten ihn fahren, hatten aber keinen Schein. Ich hatte einen Schein, konnte ihn aber nicht fahren. Das war alles egal. Aber ich war plötzlich angesehen im Dorf. Wenn ich in den Konsum kam, sagte die Verkäuferin, geht mal zur Seite, da kommt der neue Schweizer. Das hat mir gefallen. Sehr schön. Ja, warum heißt eigentlich Rinderzüchter oder so? Nee, das ist ja der Melkfacharbeiter. Wieso heißt der Schweizer? Weiß ich gar nicht. Wahrscheinlich war das so ein Beruf, der ursprünglich mal aus der Schweiz kam. Denke ich, keine Ahnung. Aber er wurde so genannt, Schweizer. Ja. Das nimmt man ja so einfach hin. Wissen Sie, wir haben immer als Kinder Fußball gespielt hinter der SED. Ich habe mich nie gefragt, was das bedeutet. Und da gab es auch gar keine SED mehr in dem Haus. Aber irgendwann gab es da mal eine. Und so hieß das eben, hinter der SED. Bis du dann mal so auf die Frage kommst. Insofern war ich immer hinter der SED. Ja. Also es war ein schöner Beruf, Gregor, kann man nicht anders sagen. Ja. Aber sonntagabends losfahren, um früh um sechs im Volkseigentum Gut Berlin-Blankenfelde zu sein. Nicht um sechs, um vier, Gregor, um ja, vier. Ja, bei du. Geteilt, ich war ja jünger, um ich erst um sechs. Meine Damen und Herren, um vier im Stall, das zerstört jeden Helden. Man hat ja das Gefühl, man ist zu höherem Berufen und dann müssen sie um drei aufstehen. Nach der Disco gar nicht erst ins Bett gehen, sondern gleich in den Kuhstall. Das war natürlich schwer. Na, dann machen wir es Ihnen doch angenehm leicht. Aber es war ein schöner Beruf. Weil es ist weder drei, noch vier, noch fünf, sondern es ist eine angemessene Abendzeit. Genau, 22:07 Uhr. Wir haben gedacht, es gibt doch eigentlich nichts, was Sie beide alleine oder zusammen nicht schon vor Menschenmengen gemacht haben, außer vielleicht zum Beispiel zu melken. Ja, also freuen Sie sich auch so wie wir über ja, unsere ich, Idee? Ja, wahnsinnig froh bin ich darüber. Ich finde es auch wahnsinnig komisch und schlage deshalb folgende Arbeitszeitung vor. Ich mache das Vormelken und die Nachkontrolle. Also, und du kannst richtig melken. Na, wir dachten mehr an ein Wettmelken. Nein, Herr Doktor, auf gar keinen Fall. Gucken Sie sich mal seine Arme an. Ja, die sehen aus wie meine Oberschenkel. Ja. Also, jeder 30 Sekunden. Herr Dr. Gysi wird vormelken, Kontrolle ausüben und nachmelken und ich werde melken. So ist es korrekt. Verstehen Sie, ich übe gern die Kontrollfunktion dann aus. Haben wir ja? Unseren nicht die eigentliche Arbeit. Ja? Dann ist unser Messstab ganz umsonst. Ja, der ist umsonst. Aber das ist ein toller Messstab. Den dürfen Sie auch mit nach Hause nehmen. Der Messstab ist, der ist doch in der Garderobe. Den müsste ich mal holen. Also, ich gehe mal den Messstab holen und du kannst ja mal die Kuh vorbereiten. Ich bin gleich wieder da. So, gut. Also, ich werde jetzt die Kuh vorbereiten. Die Kuh steht da. Wir haben auch an einen Melkschemel gedacht. Viele haben ja noch nie einen Melkschemel gesehen. Das ist so ziemlich die Luxusausführung davon. So, und wir haben hier zwei genormte Eimer. Aha. Also, jetzt wurde mir gerade gesagt, eine Kuh kann man nicht von jeder Seite melken, sondern von dieser, wieso denn von der? Jetzt sieht man sie doch gar nicht. Kann man nicht hier so? Vormelken macht man eigentlich so. Und dann kriegt man saubere Schuhe. Moment, ich hol bloß mal die Mikrofone. Also er macht das bei der einen Sitze gut, da kommt viel raus, bei der anderen kommt was nicht raus. Können wir das noch mal hören? Also, was ist hier passiert? Ja. Ist es schon fertig? Der Herr Distel ist weg. Herr Distel ist weg, weil er sagte, von der Seite muss man das melken. Ich finde, du könntest dich mehr anstrengen. Nein, ich kontrolliere deine Arbeit und das finde ich auch sinnvoll. Guck mal, du warst in der Regierung, ich war in der Opposition und für die Kontrolle zuständig. Ist aber gut. Aber. Zeig mal her. Und Schweißtreiben. Das waren jetzt 2 Minuten Melken und jetzt mit unserem bewährten Trabi-Messstab werde ich jetzt mal nachmessen. So. Na, ein gut. Na, 2,5 Liter. Wären das nach diesem Messstab
Und der Tammy-Stab schummelt nicht. Also nach Augenmaß. Also wenn ja, ich zweifle das mal nicht. 200 an. Wenn Milliliter das der Tammy-Stab sagt, dann ist aber das. Aber okay. Immerhin bis hier ein Warenmaß. Stimmt das bestimmt. Ich will ja bloß einmal zeigen, dass ich es noch kann. Den ja. Wettbewerb gegen ihn verliere ich gerne. Also. Wow. Das muss noch rein. Aha. Also. So. Es geht noch, würde ich sagen. Ja, nur kann man also, mal sehen, wenn man in der DDR einen Beruf also, gelernt hat, den verlernt man auch nicht mehr. Es geht noch, aber eine Kuh hat vier Striche und ich habe nur die beiden vordersten und die Arme sind dick geworden in der kurzen Zeit. Und kennen Sie eigentlich einen Melka-Witz? Was heißt das jetzt, Herr Distel, für Sie, dass Sie nicht mehr in also Übung sind? Melken ist eine ganz ernste Sache. Ja. Also wenn man sich das weibliche Drüsengewebe vorstellt, wie das organisch, biologisch funktioniert, dann ist das, es ernährt ja Generationen, nicht wahr? Ja. Ein bisschen, haben wir die Kühe schon entstellt. Eigentlich kriegen die ja nur Milch für ihre Jungen. Und wir haben dafür gesorgt, dass sie immer Milch geben. Ja. Ne? Das soll man nicht vergessen. Aber mein Vater hat was zu mir gesagt. Als ich Jura studierte und so, hat er gesagt, pass mal auf, wenn du jemals irgendwo Asyl beantragen musst, dein komisches DDR-Recht kannst du völlig vergessen, das interessiert keinen Menschen, aber als Rinderzüchter kannst du überall arbeiten. Ja. Kluger Vater. Ich habe mir, mein Lebenstraum, Gregor, war immer, wir sind ja beide zwischenzeitlich zu einem relativ bescheidenen Vermögen gekommen, wenn wir mal Rentner sind, also in 20 Jahren, dann habe ich mir gesagt... Wollen wir heute die Konten tauschen? Nee. Also mit dir tausche ich die Konten nicht, aber... Gregor, ja, das dachte ich mir. Gregor, ich habe mir den Wunsch erhalten, ja. Mal eine richtige Kuh zu Hause oder zwei Kühe, die man dann melkt, wo man sich dann von Milchprodukten ernährt, wo man Käse selber macht und sowas. Aber eben 20, wir müssen noch 20 Jahre warten. Aber wissen Sie, was ich Ihnen sagen muss, was ich natürlich trotz der Härte, es war wirklich so, wir hatten immer... Einen Montag Berufsschule und den nächsten Montag musste ich in ein volkseigenes Gut und dann wieder Berufsschule und so weiter. Und das waren natürlich weite Wege und so weiter. Man ist ja mit 14, 15 nur begrenzt dafür zu begeistern. Aber was ich kennengelernt habe, ist eine völlig andere Arbeitsmoral auf dem Lande. Du kannst eine Kuh nicht melken. Das ist eine furchtbare Quälerei. Das geht gar nicht. Du kannst ein Tier nicht füttern. Es gibt keine Zeit, wo du nicht säst. Es gibt keine Zeit, wo du nicht erntest. Und in einigen volkseigenen Betrieben, wo ich war, habe ich mich immer gewundert, wie dieses Produkt am Ende zustande kommt. Ich habe gar nicht mitgekriegt, wo das hergestellt wurde. Aber irgendwie doch. Und diesen Unterschied, den habe ich mitbekommen. Und Landbevölkerung hat ihre Eigenart, ist aber sehr zu schätzen, muss ich sagen. Das ist eine völlig eigene Moral, die da herrscht. Und dann gibt es rechtliche Dinge, die mich gewundert haben. Zum Beispiel als Zugereiste oder Zugereister hast du eigentlich in einem Dorf keine Chance. Also bei einer Scheidung musst du wieder wegziehen. Die oder der immer da wohnte, können dort bleiben. Nun war aber unser Recht auch so ausgelegt, dass die Frau mit Kindern immer das Haus bekam. Ich habe nicht begriffen, wie die das hingekriegt haben. Trotzdem galt die Regel, Zugereiste müssen wieder weg. Wie sie das gemacht haben, weiß ich auch nicht. Aber irgendeinen Weg haben die Gerichte dann dort immer gefunden, war in Berlin natürlich ganz anders. Also ich will bloß sagen, das Land hat seine Reize. Ich war in einer Kleinstadt, da standen so viele hundert Leute. Und da habe ich gesprochen und dann habe ich ihnen nur erklärt, weshalb ich dort nicht wohnen könnte. Waren sie natürlich ein bisschen beleidigt. Ich habe gesagt, ich finde ihre Stadt sehr schön, ich habe mir das alles angesehen. Aber ich will Ihnen auch erklären, weshalb ich hier nicht wohnen kann. Und dann guckten sie und dann habe ich gesagt, sehen Sie, junge Frau, da stand so eine hübsche junge Frau, wenn wir beide heute Abend essen gingen, wüsste das morgen die ganze Stadt. Und dann lachten alle und klatschten alle. Das stimmt. Und Sie verstehen, das halte ich nicht aus. Sie brauchen die große Millionenmetropole. Richtig. Für die Dinge. Ja. Du wolltest fragen nach dem Melka-Witz? Wolltest du das? Ja, ich habe gefragt, ob Sie... Kennen Sie einen Melka-Witz? Nein, der Beruf ist viel zu ernst. Das kann keine Witze mehr. Ah, ja, okay. Also, ein Mann sitzt auf der Wiese und melkt eine Kuh. Ne? Kommt ein anderer Mann vorbei, sieht das, so, das ist gerade mal so am Vormittag oder am Morgen, nicht? Und sagt, können Sie mir mal sagen, wie spät das ist? Ja, der Melker hebt das Euter und sagt, ja,
Das ist jetzt mal 7:30. Danke. Und er geht weiter. Am späten Nachmittag kommt er zurück und sitzt der Mann wieder und melkt. Dann können Sie mir mal sagen, wie spät das ist. Der Melker greift wieder ans Euter und sagt, ja, das ist jetzt so 4:45. Sagen Sie mal, Sie merken die Uhrzeit am Gewicht des Euters? Nee, wenn ich das Euter hochhebe, dann sehe ich da die Kirchturmuhr. Ja, aber mehr gibt's nicht. Wissen Sie, was schade ist? Mehr Witze gibt's nicht. Wissen Sie, was schade ist? Dass es, aber es gibt noch einen Rinderzüchterwitz, der fällt mir gerade ein. Ja, bitte. Ja. Zwei Rinderzüchter begegnen sich und dann sagt der eine, sag mal, deine Kuh, die war doch krank. Was hast denn der gegeben? Na ja, 3-mal am Tag Baldrian. Ach so, das ist eine gute Idee. Du, das mache ich auch. Nach 3 Tagen treffen die sich wieder und dann sagt er, na, wie geht's deiner Kuh? Ach, wisst ihr, die ist gestorben. Tatsächlich? Ja, ja. Na ja, meine damals auch. Also, dann muss ich Ihnen einen politischen Witz erzählen, oh, den es ja kaum noch gibt. Ja. Da kommt eine Terroristenbande in den Bundestag. Natürlich schwer maskiert. Brüllt und schreit, wo ist hier der Gysi? Die Beamten völlig verunsichert sagen, im Plenum. Dann stürmen die ins Plenum und brüllen, wer ist hier der Gysi? Ich weiß nur, ich habe ja keine Chance mehr, hat ja keinen Sinn. Also melde ich mich, sage hier, sagt er, ducken. Brrrr. Ja, Moment. So wie Sie lachte auch meine Fraktion. Da habe ich gesagt, ihr habt den Witz nicht verstanden. Es darf sich nur einer ducken. Ich finde, in dieser heiteren Stimmung sollten wir den Abend beenden, wobei wir noch ein bisschen Gesang vor uns haben. Ich glaube einfach nur, die Zeit ist so weit fortgeschritten, wir müssen uns verabschieden. Es ist sehr nett gewesen, dass Sie sich so viel Zeit mit... Ja, aber wir wollen doch noch ein wenig zusammen feiern. Wir kommen ja wieder. Das wäre schön. Zum 50. Jahrestag. Also vielen Dank. Verabschieden wir. Herzlichen Dank. Wir machen die Bühne frei. Dankeschön. Wir brauchen einen Mikrofonständer. Wo ist der? Ah, Wolfgang. Ah, da ist er. Ich habe gerade gesagt, wir brauchen einen Mikrofonständer und schon taucht er von links auf. Das ist Technik, die begeistert. Wir haben es versprochen, wir haben jetzt ein schönes Gespräch gehabt. Jetzt kommt Veronika Fischer und singt uns noch ein Lied und wenn Sie mögen, vielleicht sogar noch eins, aber das darf ich, glaube ich, gar nicht verraten. Aber ich weiß, welches es sein würde, also von daher, ich wünsche Ihnen viel Spaß mit ihr. Ich glaube, wir können uns schon mal verabschieden, weil das Lied ist ein schönes Schlusswort.